Hey, gut, dass ich dich hier treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Podcast. Podcast? Ja, genau. Am besten ich erzähle dir währenddessen davon. Währenddessen? Natürlich währenddessen. Vom Herumwarten kommen wir dem großen Podcast kein Stück näher. Also los, ich folge dir. Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga. Ja, hallo und herzlich willkommen. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr habt ein Original-Audioskript gehört, wie Jorgenson und ich damals auf die Idee kommen, einen Podcast zum Thema Gothic und Piranha-Bytes zu erstellen. So ist es nämlich damals gewesen. Und der wunderbare Synchronsprecher, den ihr gerade gehört habt, ist auch direkt mein Podcast-Partner. Meine Damen und Herren, bitte applaudieren Sie vor Ihrem Bildschirm, vor Ihrem Handy, in der Bahn, im Zug, wo auch immer Sie den Podcast gerade hören, für Jorgenson. Hallo, vielen Dank. Ich bin Korgenso. Hallo. Ja, so ist das damals abgelaufen, genau so und nicht anders. Richtig. Ich begrüße dich, Herr Jurga. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, vielen Dank der Nachfrage. Ich bin der Jorga und wie ihr heute vielleicht schon mitbekommen habt, es dreht sich alles rund um das Thema Risen 3. Woher sollen die das dann mitbekommen? Naja, Sie Ach so, sehen es wir ja haben es wahrscheinlich auf dem angekündigt, okay. Bild, die Musik, wir haben es Okay. angekündigt, genau. Und ja, wir möchten natürlich, bevor wir loslegen, ein großes Dankeschön ausrichten an Käsehändler, der hier Oh ja. ein großes dreiseitiges Manuskript zum Thema Risen 3 für uns vorbereitet hat. Mit Fragen, mit Themenabschnitten, direkt richtig aufgegliedert, mit Quickfiren, mit Meinungsaustausch. Also wirklich ganz, ganz tolle Vorbereitung hier von, möchten wir nochmal ein großes Dankeschön sagen an Käsehändler. Ja, vielen, vielen Dank. Ich klatsche mal hier, ich weiß nicht, ob man es hört. Dankeschön. Gerne, gerne, gerne auch für andere Sachen vielleicht. Für andere Podcast-Themen oder so, wenn es sich ergibt. Elex zum Ja, Beispiel. zum Beispiel, genau. Fühlt euch frei, auch jetzt schon mal Elex-Fragen zu stellen, weil in den kommenden Wochen, da kannst du jetzt auch noch mal vielleicht kurz was sagen. Ja, genau. Wir hatten, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir so ein bisschen vorgeplant und schon vorangekündigt, dass wir jetzt gerne dann Ende August die Elex-Folge hochladen. Aber ich hatte ganz gerne davor einen Gast dazu eingeladen, den ich jetzt noch nicht nennen möchte, ja? Und der kann jetzt leider im August nicht. Deshalb habe ich jetzt überlegt, dass Jorgenson auch direkt vor der Aufnahme jetzt nochmal zu sagen, dass der Elex-Podcast eventuell dann erst Anfang Ende September beziehungsweise Anfang Oktober dann kommt, je nachdem. Das heißt jetzt nicht schon nächste Woche. Und weil im September hat er Zeit für die Aufnahme, das heißt, er wird dann wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober kommen. Je nachdem, wie wir dann jetzt unseren Podcast-Zyklus einleiten wollen. Wir hatten jetzt uns festgehalten, erstmal der erste Freitag im neuen Monat. Und ja, da haben wir, wie gesagt, einen Gast geplant. Und ja, da wollen wir aber jetzt noch nicht zu viel verraten, dass ihr euch nicht wundert, dass es jetzt nächste Woche bei Jorgenson dann nicht schon den Elex-Podcast gibt, sondern wahrscheinlich erstmal nochmal anderes Thema oder normal. Ja, wir werden, denke ich, nochmal die letzten Zuschauerfragen uns angucken, die noch offen waren, ne? Suchen uns da welche raus. Genau. Und ja, sonst suchen wir uns eben noch ein Thema aus und daddeln ein bisschen so rum, ne? Also Genau. kriegen wir einen. Richtig, richtig. Nochmal Dankeschön an dich, Jorgenson, für das Sponsoring dieses Thumbnails, was diese Folge präsentiert. Und Immer gerne. Vielen Dank und für das Ausarbeiten des Dialoges am Anfang. Dankeschön, Dankeschön. Ich gebe dir die Klinke in die Hand. Genau. Und ja, willst du noch was sagen oder wollen wir mit dem ersten Themengebiet starten? Nö, also ich würde erstmal fragen, so generell Risen 3, so einfach kurz und knapp, wenn du es mal in einem Satz vielleicht beschreiben müsstest, wie findest du Risen 3 oder was ist das für ein Spiel für dich? Risen 3 ist ein sehr, sehr schönes Rollenspiel, aber es kann sich nicht mit Gothic messen. Würde ich unterschreiben. Um es kurz Grundso knapp zu machen, ja. ja, ist ein grundsolides, gutes Rollenspiel, aber naja. Also, wenn du es im direkten Vergleich mit Gothic stinkt es halt ab. Ne? Ja, Das total. Muss man einfach ist sagen. der Fluch vieler Nachkömmlinge von Piranha Ja. Bytes. Ne? Das im direkten Vergleich zu Gothic können sie nicht mithalten. Ist richtig, ja. Und darauf gehen wir auch heute noch ein. Und ja, fangen wir doch einfach mal an, wirklich mit Textur und World Design, ne? Zu dem Themenbereich. Ne? Ja. Also wir hatten ja, bevor wir zur Frage kommen, die hier zuerst steht, wir haben ja eine Unterteilung der Welt. Wir haben ja keine normale
naja, normale Levelstruktur, wie wir sonst bei Piranha Bytes gesehen haben. Das hat sich ja bei Risen 2 schon geändert. Wie findest du das eigentlich? Also, du meinst, du willst jetzt speziell auf dieses, ich sag jetzt mal, Feature mit den Seereisen und Schiffsreisen ansprechen. Genau, so in quasi einzelne Abschnitte. Ich meine, die Seereise ist ja nur Mittel zum Zweck, um das irgendwie zu verkaufen, gameplay-technisch, aber es sind einzelne Levelabschnitte. Wie findest du das? Also, prinzipiell finde ich das ein frisches Konzept im Vergleich zu Gothic 1 und 2. Obwohl, wenn ich jetzt gerade recht überlege, hatten wir das eigentlich schon in Gothic 1 und 2 und 3, 3 nicht, aber 1 und 2 auch, weil da hattest du ja auch eigene Levelabschnitte. Ja, du meinst jetzt zum Beispiel, wenn man in den Schläfertempel reinkommt, gibt's ein Loading-Screen und da ist man quasi in einem anderen Level. Ja, genau. Ja, aber ich würde das hier schon trotzdem nochmal unterscheiden, weil so das Konzept vieler verschiedener Inseln ist in gewisser Weise ja schon nochmal was anderes, als wenn du in einer Location bist, aber dort in eine Höhle zum Beispiel gehst. Ja, ich meine aber nur, es ist dazwischen halt ein Ladebildschirm. Ob der jetzt durch eine Schiffsreise simuliert, du fährst ja nicht wirklich mit dem Schiff irgendwo hin. Ja, genau. Ja. Dir wird es halt suggeriert. Aber ja, es ist schon ein Unterschied da. Aber wie findest du das generell? Prinzipiell habe ich da nichts dagegen. Wenn man das gut umsetzt, bin ich da immer für zu haben. Ich meine, es gibt ja auch andere Spiele, die das schon vorgemacht haben in der Vergangenheit. Ich meine, man muss sich da auch nur, ich weiß nicht, vielleicht mal, Risen 1 hat das, finde ich, gut gemacht. The Witcher hat das auch gut gemacht, vor allem auch Witcher 1 und 2, wo man viele verschiedene Locations in vielen verschiedenen Orten hat. Die Sache ist halt, man kann das zwar schon vergleichen, wie du es jetzt gemacht hast, ne, dass man auf einer Insel ist, man geht in eine Höhle, hat einen Loading-Screen und ist in einem neuen Level. Aber ich finde, es ist halt nicht das Gleiche, weil wenn du die Insel wechselst komplett, dann kannst du einen komplett anderen Setting-Wechsel vornehmen. Also du kannst, in einem Moment kannst du noch in einer verschneiten Eiswüste sein und kannst aber einen Loading-Screen später bei 30 Grad im Schatten in der Wüste sein oder im Mittelland oder sowas. Das ist halt schon nochmal, da hast du ganz andere Möglichkeiten. Weil wenn du jetzt in eine Höhle reingehst, dann hast du halt eine Höhle. So, da hast du nicht viel Freiraum, wie du die Höhle gestaltest. Du bist halt unter der Erde. Ne? Ja. Und von daher würde ich sagen, es ist schon nochmal ein Unterschied. Wie siehst du das? Nein, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, da gehe ich mit. Ne, du hast, was die Inseln angeht, wenn du dich dafür entscheidest, viel mehr Freiraum. Ne? Und generell weiß ich nur, dass du zum Beispiel, als wir mal um ein potenzielles neues Gothic 3 so ein bisschen debattiert haben, da hast du gesagt, dir gefällt es, wenn du direkt eine offene, große Spielwelt hast, die du von vornherein überall erkunden kannst. Das kannst du ja bei Risen so gesehen, obwohl bei Risen 3 geht es tatsächlich von Anfang an, bei Risen 2 ging es nicht direkt. Genau. Aber bei Risen 3 ging es sehr direkt. Ne? Genau. Also, ist es offen, du kannst dir aussuchen, auf welcher Insel du startest. Und ja, da kommen wir vielleicht mal zur ersten Frage. Welche war eure Lieblingsinsel und warum? Also da gibt's aus meiner Sicht nur eine Antwort für mich. Und zwar die vom DLC, die Nebelinsel. Das ist keine Insel, die schon im Hauptspiel mit inbegriffen war. Wenn ich jetzt eine Insel wählen müsste, die im Hauptspiel bereits inbegriffen war, dann würde ich jetzt vermutlich sagen, die Gnomeninsel. Also die Insel der Diebe. Die quasi. Ist auch eine DLC-Insel gewesen. Ach, ist auch eine. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Nee, dann auf jeden Fall Kalador. Als Location. Als separate Location. Entschuldigung. Aber für mich, wenn ich jetzt alle zusammennehme, ist trotzdem die Nebelinsel, weil die Nebelinsel, die hat vom Flair und vom Feeling her ein ähnliches Setting wie Taranis. Taranis mag ich auch sehr, sehr gern. Es ist halt rau, es wirkt zwar düster, aber nicht dunkel, wie in Kalador zum Beispiel, wo ja auch die Erde sehr, sehr dunkel ist. Und es hat mich sehr an dieses Gothic 1 Feeling erinnert, muss ich sagen, als ich das erste Mal auf der Nebelinsel war. Vom Design her, mega geile Insel, wirklich total toll. Richtig, richtig geil, gefällt mir am besten dort. Einziges Manko an dieser Insel ist, sie ist halt kaum befüllt. Das ist halt wirklich nur eine Insel, die du halt abklappern kannst, um die zu erforschen. Also du gehst dahin, da hast du einmal einen kleinen Inquisitionsstützpunkt und ein paar. Ja, okay, über die Insel verteilt sind schon immer wieder Quests, da stehen hier und da ein paar NPCs rum. Das heißt, in jedem Abschnitt der Insel findest du eine Quest. Genau, so ist richtig, ist richtig, aber da fehlt, es gibt halt kein richtiges Lager dort, wo du halt mit 20 NPCs quatschen kannst und die geben dir alle eine Quest und dann bist du auf der Insel irgendwie 10 Stunden oder so. So ist es halt nicht. Das ist halt so, ich mag halt trotzdem das Exploren und das Erkunden auf der Insel. Da habe ich auch viel Zeit damals in meinem Let's Play reingesteckt. Und deshalb würde ich sagen, als Lieblingsinsel ist auf jeden Fall die Nebelinsel. Ja, ich finde das gar nicht so einfach zu sagen.
wenn, also, weil ich mag eigentlich alle Inseln, aber aus unterschiedlichen Gründen, ne? Weil die sind ja auch von dem Aufbau halt umstrukturiert. Ich bin jetzt zum Beispiel beim letzten Let's Play, was ich hatte, zuerst nach Kalador gegangen, weil ich mich den Dämonenjägern auch früh anschließen wollte. Und Kalador bietet halt einen guten Mix. Da gibt's Waldgebiete, da gibt's großflächige freie Ebenen, so Grasflächen, da gibt's alte Burgruinen, dann gibt's Lavaseen und Schluchten, dann gibt's verdorrtes Land. Also da hat man Küstenregion halt, da gibt's alles, ne? Und daher sage ich jetzt einfach mal das, aber mir gefallen die anderen Inseln auch, weil wenn Risen 3 was hat, was Piranha Bytes eigentlich immer hat, ist es eine schöne Spielwelt, ne? Ja. Wenn ich eine Insel nennen müsste, die mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war das Takarigua, weil es halt so kaputt war. Und man kannte das Takarigua so schön aus Risen 2, ne? Und da war, fand ich es schon fast schade, dass es so zerranzt aussah. Weil das war ein bisschen lieblos gestaltet, fand ich auch. Weil auch, klar, wenn die Schergen da höher fallen, alles war verdorrt oder verbrannt. Aber weiß nicht, ich hab mich da nicht so wohl gefühlt. Das gilt aber für die sämtlichen Schattenregionen auf den jeweiligen Inseln. Ich habe die nie so sehr gemocht. Weil die so vielleicht so eintönig und trist war. Ja. Und halt auch die Musik dort, die war echt beklemmend, ne? Immer dieser gleiche Musik, so eine richtig wiederholende Musik, die immer wieder aufgetreten ist. Weiß ich nicht, hat mir nicht so gut gefallen und aber alles im allen eine sehr, sehr schöne Spielwelt. Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt eine Insel nennen müsste, die mir nicht so gefallen hat oder wo ich schnell wieder weg wollte, dann war das auf jeden Fall Kila. Weil Kila hat halt so dieses Dschungel-Setting halt wieder, das habe ich in Risen 2 mir satt gesehen, muss ich sagen. Da hätte man theoretisch auch drauf verzichten können, aber okay, vielleicht gab es doch viele, denen es doch gefallen hat. Und das größte Manko an Kila war das Dorf der Eingeborenen. Da waren vielleicht 5, 6 NPCs. Das ganze Dorf bestand aus 5 bis 6, 7, maximal 8 NPCs. Die Hälfte davon hat nur Quests gehabt. Und das wirkte einfach so ultra leer. Also es war wirklich, da war schon fast das Piratennest am Anfang, war fast mehr befüllt irgendwie und oder da lebendiger. Da hast du ein Grundproblem gerade auch angesprochen, was Risen 3 generell hat. Die, finde ich, alle Siedlungen, egal wo du bist, die wirken alle nicht glaubhaft. Weil Kalador repräsentiert zum Beispiel noch das letzte Bollwerk am Festland der Dämonenjäger. Ne? Da sind auch nur 10 Leute oder so. Ja, das stimmt. Ja. Und die Ruine ist auch verhältnismäßig, das wirkt alles erstmal so groß, aber wenn du dann da bist, so, da, teilweise hättest du dir auch die Teleportspanne sparen können, weil die auch nur 3 Meter voneinander entfernt sind, weil Kalador zum Beispiel Taverne bis zur Ruine sind vielleicht 2 Minuten Laufweg, nicht mal, ne? Und da in der Taverne sind auch fast mehr Leute als in der fetten Festung, ne? Und das gleiche aber auch in Taranis, das ist das, was halt auch eine ganze, so es wirkt eher wie ein Militärstützpunkt da, als das würde ich es noch durchgehen lassen. Aber man will es ja auch verkaufen als ja das Zentrum der Magier mit auch quasi die Bevölkerung von Taranis. Aber da ist eine Familie eigentlich nur. Und das ist eine Frau, die am Anfang wohnt mit ihrem Mann in diesem Haus. Das ist das einzige Haus. Und sonst sind alles nur die Gebäude, die da aufgebaut sind, sind eher so, ja, so Baracken für die Soldaten. Ne? Ja. Und das wirkt alles nicht so glaubhaft. Das ist in Elex beispielsweise viel, 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 viel besser wieder gelungen. Da kommst du in das Fort, da kommst du gerade auch ins Berserkerlager und da hast du richtig viele Leute, ne? Ja, die auch ihren Tagesablauf haben, die haben 1000 Hütten, wo sie reingehen und dort wohnen. Ne? Und das ist bei den anderen, also ganzen Gebieten in Risen 3 überhaupt nicht glaubhaft. Gerade auch zum Beispiel auch der Stützpunkt der Piraten in Antigua, ne? Ja. Da sind auch nur ein paar Leute. Das soll das große Piratennest sein. Da sind 3 Hütten eigentlich nur. Ne? Und dann sagt man ja die Stadt. Ne? Also, das ist, es sieht erstmal auf den ersten Blick schön aus, aber wenn man sich das genauer anguckt, das hat nicht so wirklich Tiefgang. Und das ist ein Punkt, zu dem wir gleich noch, wenn wir über Story und so reden können, ne? Noch kommen werden. Ja, der nächste Punkt wäre dann, also Risen 3 macht wieder einen Schritt hin zu fraktionsabhängigen Rüstungssets. Wie fandet ihr deren Aussehen und was ist euer Favorit, weil wir jetzt gerade schon beim Thema Gilden und Inseln waren? Also ich habe jetzt mittlerweile, weil ich insgesamt jetzt seit Risen 3 rauskam, jetzt 3-mal durchgespielt habe. Das letzte Mal jetzt im Let's Play habe ich als Dämonenjäger gespielt und ich muss auch sagen, von der Optik her bin ich dann wahrscheinlich eher bei den Magiern
oder bei den Dämonenjägern. Gerade die Dämonenjäger haben halt diese dunklen Lederrüstungen so ein bisschen an Drachenjäger auch angelehnt, so von der Farbgebung und so. Gefällt mir wahrscheinlich mit am besten. Oder halt die Wächter, weil die auch so ein bisschen mehr mittelalterlich aussehen. Mit diesem Voodoo-Piraten-Kram, den mochte ich schon bei Risen 2 nicht so gerne. Und ja, gefällt mir auch nicht ganz so gut. Bin ich ähnlich bei dir. Also ich hab's bisher zweimal durchgespielt. Einmal als Magier und einmal als Dämonenjäger und hatte nie den großen Anreiz, jetzt Voodoo-Pirat zu werden. Einfach, weil ich da jetzt auch nichts mit anfangen konnte. Ich würde aber trotzdem definitiv sagen, die Dämonenjäger-Rüstungen fand ich am besten. Auch wenn da manche Sachen wieder dabei waren, wo mein Kumpel Balin Erdenfeuer, Grüße an der Stelle genau, sagen würde, dass das total Schwachsinn ist, wie die Rüstungen konzipiert sind. Ne? Zum Beispiel gibt es ja diese Rüstung mit diesen Metallstacheln, genau. Wenn man da einmal niest, so, dann ist man halt einfach tot. Wenn es schlecht läuft. Ja, oder man hat sich ein Auge ausgestochen. Oder du hast gar keine Bewegungsfreiheit. Ja, genau. Aber vom Stil her, also vom Design her, finde ich die ganz geil. Ich muss sagen, bei den Magiern war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil man da halt nur so Kadett werden kann oder halt dann, wie gesagt, Wächter bist du dann, genau, Wächter. Und du kannst halt nicht wirklich Magier werden, also du kannst keine Robe tragen. Fand ich auch schade. Das hätte ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht. Das wäre halt so ein bisschen, das hätte man so vom Prinzip her ein bisschen wie altes Lager machen können. Weißt du, du wirst Kadett, das ist quasi wie Schatten. Und dann kannst du aber wählen, wirst du jetzt direkt Magier oder wirst du halt so eine Art Kampfmagier? Ja, der hätte mir auch sehr gut gefallen. Das hätte ich halt besser gefunden, ja. Und Roben gab es ja auch im Spiel. Richtig. Die Magier hatten ja Roben an, ne? Genau, genau. Zwar auch nur eine Variante, aber da hätte man ja auch mehr. Also generell gibt es auch nicht viel Kleidung in Risen 3. Es gibt so auch so viele Kleidung, die man sich am Anfang so fraktionslos noch kaufen kann. Nur das hat sich für die meisten Spieler sowieso erübrigt, weil du am Anfang direkt schon eine der besten Rüstungen im Spiel bekommst. Wenn du, ich glaube aber, dass das eine DLC-Klamotte ist. Ja, aber kann sein, aber ich meine, wenn du das DLC hast, dann hast du eine der besten Mäntel, Kapitänsmäntel schon direkt am Anfang. Genau. Und dann erübrigt sich der Rüstungskauf, wenn du nur auf die Werte guckst. Das ist auch sehr schade und schlecht umgesetzt einfach. Ne? Generell fand ich es auch damals sowieso mit den DLCs blöd. Ich hatte mir nämlich Risen 3 vorbestellt und deswegen hatte ich alle DLCs. Und viele Leute mussten dann erstmal voll lange warten, bis sie die erwerben konnten, nachträglich. Du hattest das in Vorbesteller-Variante direkt alles drin. Die Nebelinsel und dann diese Rüstung. Ne? Und die anderen Leute mussten warten. Fand ich auch merkwürdig. Ich bin froh, dass Piranha Bytes diesen Schritt nicht mehr bei anderen Spielen gemacht hat. Ja, ja. Generell, also fände ich es noch besser, wenn man dann auch Rüstung hätte, die auch irgendwie unterschiedliche Werte noch hätten. Also das heißt, wenn du jetzt Wächter bist, hast du eine andere Rüstung von den Werten her als ein Dämonenjäger. Aber hast du nicht. Die haben alle die gleichen Werte. Ja, ich denke, das wird ganz einfach eine Balancing-Entscheidung gewesen sein. Absolut, aber auch da wäre es schön für mich, wenn man sagen würde, okay, der Dämonenjäger ist halt eher geschützt gegen Nahkampfangriffe und der Wächter eher gegen Magie beispielsweise ist. Ne? Und der, keine Ahnung, Voodoo- Pirat ist so ein Allrounder oder so, ne? Hätte mir gefallen. Aber, ja. Ja, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Ich kann dich verstehen, auf jeden Fall. Ich kann deine Sichtweise da verstehen. Einfach auch, um ein gewisses Maß an Wiederspielwert nochmal zu erhöhen. Absolut, ja. Ne? Weil wenn du jetzt quasi als Dämonenjäger spielst, gut gegen Nahkampfangriffe, aber immer starke Probleme gegen magische Wesen hast, dann und dann als Wächter spielst und dasselbe hast, nur in grün, nur halt umgedreht, dann glaube ich, ist das Frustpotenzial bei vielen Spielern wahrscheinlich relativ hoch. Und deshalb hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, das einfach gleichzusetzen und dass es eben nicht dazu kommt. Aber gut, das wissen wir ja. Also können wir jetzt natürlich nicht sagen, warum das Piranha Bytes damals gemacht hat. Aber ich meine, das kennen wir auch schon von anderen Piranha Bytes Spielen, dass die Rüstung da auch ähnliche Werte immer hatten. Ne? Ja, aber da waren die Konzepte einfach anders. Also da haben die Spiele ja auch anders funktioniert, so von der Welt her. Bei Elex ist es ja aber zum Beispiel auch so, ne? Und ja, aber Elex funktioniert ja auch anders als Risen 3. Weißt du, Risen 3 ist halt darauf ausgelegt, dass du überall sofort anfangen kannst, auf jeder Insel. Aber das ist ja in den anderen Piranha Bytes Spielen eher, da ist es ja geradliniger. Okay, in Elex kannst du auch überall hingehen, ne? Ja, schon, aber jetzt zum Beispiel in Risen 2, was ja davor war, da war es halt nicht so. Und da gab es aber gar keine richtigen Rüstungen eigentlich. Richtig, aber da war das Konzept ja auch ein anderes, verstehst du? Ja, also deshalb hat man wahrscheinlich auch, was das Balancing angeht, da größere oder weniger Probleme gehabt vielleicht, als jetzt bei so einem neuen, offeneren Konzept in Risen 3. Im Vergleich zu Risen 2 jetzt natürlich, aber gut. Aber ich kann damit leben. Ja, ich kann damit auch leben. Es ist nur eine Sache, die mir gefallen hätte. Ja. Naja, unabhängig von den Fraktionsrüstungen, welche Fraktions-
abhängige Aussehensveränderung hat euch am besten gefallen? Bei den Dämonjägern gab es eine Glatze, bei den Magiern ein Okular und bei den Voodoo-Piraten die Gesichtsbemalung. Hat dir das überhaupt gefallen? Oder ja, wenn ja, was hat dir gefallen? Also ich fand, das mit der Glatze fand ich okay. Hat mich ein bisschen an Sumpflager erinnert. Das mit dem Okular hat mich ein bisschen an Risen 1, an den Inquisitor erinnert. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Das jetzt mit der Gesichtsbemalung bei den Voodoo-Piraten, war wahrscheinlich die schlüssigste Veränderung. Aber finde ich okay. Also sowas zu machen, gefiel mir auch gut. Weil das hat mich ja zum Beispiel in Gothic 1, fand ich das ja auch ein bisschen schade, ne, dass wenn man in den Sumpf geht und da nicht eine Glatze bekommt, so wie gefühlt alle anderen, dann ist das halt nicht so immersiv. Ja, aber wenn du halt wirklich deine Glatze bekommst, dann wirkt das halt ein bisschen, besser. Was mir da fehlt, das fehlt mir aber übrigens bei Gothic 1 auch schon, man weiß nicht, warum tragen die eigentlich alle eine Glatze. Da redet nämlich keiner drüber. Das machen die Dämonenjäger nämlich auch nicht. Die reden nicht darüber. Auf einmal bist du ein Dämonenjäger, dann kommt ein Update, ein Blackscreen und dann zack, du hast jetzt eine Glatze. So. Vielleicht, aber warum du eine Glatze hast, wird nicht erklärt. Warum du als Magier ein Okular trägst, wird erklärt, das weil stimmt, du dann diese verschiedenen Sichtweisen da bekommst. So. Ein Dämonenjäger kann das einfach so anscheinend mit Magie oder was auch immer. Ne? Und ein Voodoo-Pirat, ja okay, Gesichtsbemalung musst du nicht viel zu erklären. Ne? So, aber gerade bei den Glatzen, da fehlt mir so ein bisschen, naja, da kommen wir wahrscheinlich eher, wenn wir jetzt zur Story oder so gehen, ne? Wenn wir da gleich drüber reden. Also generell fehlt mir da der Tiefgang so hinter den ganzen Fraktionen, warum, wer sind die, was macht die aus und die Hintergrundgeschichte. Bei den Dämonenjägern ist es, glaube ich, am schlechtesten von allen. Weil die Magier haben noch mehr Hintergrundwissen und also zu denen gibt es noch mehr Hintergrundwissen und zu den Voodoo-Piraten halt auch, weil man die, naja, das Urvolk da von Kila jetzt nicht, aber man kennt halt die Shaganumbi so aus Risen 2 und ja, so. Ja, genau. Vielleicht, ja. Mir hätte es ja zum Beispiel schon gereicht, wenn man bei den Dämonjägern gesagt hätte, das ist einfach ein Erkennungszeichen neben der Rüstung. Aber selbst das kommt ja nicht. Ja, das ist schade, ne? Genau. Ja, ja. Deshalb sage ich ja, mir hätte das schon völlig gereicht, wenn die gesagt hätten, es ist einfach ein Ritual, ein Erkennungszeichen und wie gesagt, für mich wäre das schon genug gewesen, aber verstehe ich total. Also finde ich auch schade, dass das nicht erklärt wird, auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir hier noch, sind euch irgendwelche Waffendesigns besonders positiv oder negativ aufgefallen? Ich habe in meinem Livestream-Durchlauf, den ich vor ein paar Monaten noch gemacht hatte, so ein Schwert gefunden, ich habe es mir geschmiedet sogar, welches blau leuchtet. Aber dieser Leuchteffekt ist leider ein bisschen buggy, das heißt, dieser Leuchteffekt, der kommt nicht ganz mit der Klinge hinterher, das heißt, es sieht immer so aus, als ob dieser Lichtstrahl dem Schwert folgen würde, aber halt nicht irgendwie als Schweif, was ja cool gewesen wäre, sondern halt eher versetzt so. Das ist ein bisschen geil, wenn man läuft, sieht das witzig aus. Ich war eigentlich fertig. Ja. Aber gibt es irgendwelche anderen positiven oder negativen Waffendesigns noch generell? Wie findest du die Waffendesigns? Es stechen einige wenige hervor, so, aber ansonsten gibt es jetzt keins, wo ich sage, boah, heftig geil. Es gibt ein Schwert, da werde ich den Namen jetzt hier nochmal und das Design werde ich jetzt auch nochmal hier einblenden, damit man es nochmal sieht. Das sieht man auch auf verschiedenen Wallpapern, auch auf dem Wallpaper, welches auf dem Thumbnail drauf ist. Das kann man ja auch im Spiel bekommen, richtig? Richtung, ich glaube, das ist das Schwert von Kalador, ne? Genau. Oder das Krönungsschwert, irgendwie sowas. Richtig, und das sieht ganz geil aus, aber so die ganzen Standardwaffen, die man am Anfang bekommt, so Keulen und Äxte, ja, sind halt Anfang Start-Billo-Waffen so, aber... Also, Es gibt viele schöne Schwertdesigns, aber es gibt auch genauso viele hässliche. Ja. Ne? Und viele sind fraktionsabhängig, eher so, dass sie zu einem Aussehen passen, aber zum Beispiel, es gibt so Knochenschwerter, die sind dann eher so für die Eingeborenen oder normale Schwerter und Äxte sind eher für die Dämonenjäger. Ich habe wieder mal ein großes Problem mit vielen der Waffen, die sind verhältnismäßig irgendwie zu groß und klippen dann durch bei den Leuten, ne, durch den Körper. Und auch, wer die Waffen trägt, also das hat mich immer gestört. Dann triffst du so einen einfachen Bauer und der hat aber so eine riesige Streitaxt. Stell dir mal vor, du gehst zu Male auf Lobertshof und der trägt einfach eine Barbaren-Streitaxt. So ungefähr ist das bei Risen 3. Du kommst zu einem Bauernhof und jemand trägt einfach eine dicke Axt, die dann auch noch durch seinen Körper durchklippt, weil sie zu groß ist. Ne? Und das stört mich und das ist, finde ich, nicht ausgereift. Weil das sind Kleinigkeiten, die vielleicht nicht mal jedem stören, ne, aber es sind diese Kleinigkeiten, auf die Piranha Bytes eigentlich früher für dieses Detail standen sie halt, ne? Dass jeder so passende Ausrüstung hatte.
Eine Sache, die mir auch immer sehr negativ auffällt, wenn wir über das Clipping reden, ist, es gibt ja wieder Armbrüste. Die ersetzen aber eher so eine Pistole. Ja, ne? Ja. Und die klippen auch durch den Körper, weil die Armbrust, wir kennen es ja bei Gothic 1 und 2 oder bei Risen 1 noch, da hast du sie schön auf dem Rücken getragen, da konntest du sie schön betrachten. Und bei jetzt Risen 3 trägst du sie am Hosenbund, aber nicht irgendwo seitlich, sondern so, dass sie in deinem Körper drin steckt. Macht auch keinen Sinn. Ja. Und sieht sehr blöd aus. Naja. Darf ich nochmal eine kurze Rückfrage stellen bezüglich diesem Beispiel mit der Axt und dem Bauern? Ja. Du hast ja gesagt, es stört dich. Würde es dich immer noch stören, wenn der dazu eine Story hätte, wenn der erzählen würde, wie der an die Waffe gekommen ist? Und nein, vielleicht natürlich eine kleine nicht. Quest wenn er sagt, sein Urgroßvater hat sie ihm vererbt und er trägt ihn, ist der stärkste Typ hier auf dem Hof, dann finde ich das glaubhaft. Ja, okay. Ne? Aber weil er sie einfach hat, weißt du, er redet davon, ja, wir können uns nicht verteidigen und trägt dann so eine fette Axt. Ne? das finde ich halt blöd. Ja, weiß ich nicht. Das darf eigentlich nicht sein. Ne? Weil das macht die Glaubhaftigkeit von diesem Charakter sofort kaputt. Und wenn wir gleich noch zu den Charakteren kommen, die Glaubhaftigkeit bei den ganzen Charakteren ist sowieso sehr fragwürdig in Risen 3. Ne? Naja, also negativ sind mir viele aufgefallen, weil sie mir vom Design einfach nicht so gut gefallen. Gerade so Geisterwaffen, die es da auch gibt, so magische Waffen, finde ich jetzt, ja, sollte vielleicht ein Einzelfall sein, aber es gibt halt so, du kannst halt so ein Upgrade schmieden, dir von irgendeinem Hammer zu einem Geisterhammer und dann ist der halt durchsichtig. Mhm. Weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Positive gibt es aber auch zu Genüge. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Schwert- und Säbeldesigns. Ich mag ja auch immer so schlichte Waffen. Ja, und ja. Da gibt es sehr viele von. Ne? Und auch bei Musketen und Schrotflinten und so sind auch sehr viele schöne Designs dabei. Ne? Und da, ja. Also ich muss sagen, so dieses Schusswaffending, also mit Schießpulverwaffen, das habe ich schon in Risen 2 nicht so gefeiert, ehrlich gesagt. Und im dritten Teil eigentlich auch nicht. Geht ja gerade um die Optik der Waffen. Ja, genau. Ja, nee, selbst um die Optik. Also hat es mir nicht so gefallen, muss ich zugeben. Aber ich bin auch nicht so der Typ, der so Schießpulverwaffen Spielen gerne verwende. Achso, ich dachte, du meinst jetzt gameplay-technisch. Da hat mir das auch überhaupt nicht gefallen. Also erstmal waren die Waffen komplett OP und es ist halt unlogisch, wie man spielt. Weißt du, er lädt halt nicht nach. Die lädt sich von selbst nach, er hält sie einfach ganz Zeit. Wäre schon cool, wenn da so eine Stopf-Animation wäre, eine kurze. It's magic. Ja. Okay. Ja, da haben wir erstmal Textur und World Design, den Bereich. Gibt es zur Welt noch irgendwas, was du sagen willst, generell zur Welt? Boah, also, nee, ich meine, so das Konzept mit den Inseln, das haben wir ja schon am Anfang besprochen. Mhm. Ich glaube, da fällt mir jetzt auf Anhieb jetzt gerade nicht ein, was ich jetzt noch irgendwie sagen könnte. Dir? Nö, ich glaube nicht. Aber okay. Wie gesagt, ihr könnt gerne in meinem Kommentarbereich noch ergänzen, euer Feedback geben, ne? Wir lesen uns das gerne durch. Genau. Ja. Ja, dann kommen wir zum Punkt 2, Charaktere in Risen 3. Wer war euer Lieblingsbegleiter und warum? Also, ich hatte eigentlich, ich finde viele Charaktere, die man aus Risen 2 kennt oder sogar aus Risen 1, haben ihre Art verloren. Ne? Es lag oft daran, dass sie einen anderen Synchronsprecher auf einmal hatten oder halt generell einfach anders waren. Ne? Aber einer, der seinen Synchronsprecher verändert hat, aber trotzdem noch da war Inquisitor Mendoza und den habe ich, glaube ich, am meisten gemocht, weil der rausgestochen ist, weil der war halt der böse Typ und ich hatte den sehr gerne dabei und der hatte auch immer lustige Kommentare, wenn man irgendwo war, dass man sich da den Hügel runterstürzen sollte und sowas, dann wäre der Scheiß endlich vorbei und irgendwie so alberne Kommentare, es war wie so eine kleine Hassliebe zwischen dem Helden und ihm, ne? Ja. Und das hat mir gefallen. Sonst waren halt viele Leute, hatten mal einen lustigen Spruch, aber auch wirklich so diesen Tiefgang hatten die Charaktere auch nicht. Und da gibt's einige Beispiele, zum Beispiel, da war dieser Zadek. Das ist so ein Musketenschütze von den Piraten. Und ich habe nie was mit denen gemacht. Das ist einer der langweiligsten NPCs im ganzen Spiel. Kommt in deine Crew, du weißt nicht mal warum. Weißt du, ich könnte dich gut gebrauchen. Warum kannst du ihn gut gebrauchen? Weil er am Strand säuft oder was? Das macht keinen Sinn, dass man ihn überhaupt fragt. Er ist nicht interessant, du hast keine Quest für ihn. Naja, also er ist halt in dem Sinne nützlich, weil er dich halt krasse Tränke halt machen kann. Ja, aber das weißt du ja an dem Punkt gar nicht. Hätte er gesagt, ich bin der größte Alchemist der Welt und kann hier die Tränke machen oder Schnaps, aber das erzählt er dir nicht. Also eigentlich ist er nur ein Typ am Strand, mit dem du kurz redest und dann kommt er auf dein Schiff, wenn du ein großes Schiff hast. Und das gefällt mir nicht.
ne? Okay, da will ich mir zwar kein Urteil erlauben. Also ich hätte jetzt aus dem Bauhaus gesagt, dass es schon erzählt so, aber gut, kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade täusche. Und andere Leute, zum Beispiel Bones kennt man aus Risen 2. Der ist zwar auch ein bisschen anders, ne? Zu der Sache können wir gleich noch kommen, wenn wir über Story reden, was mit ne, aber Bones lasse ich noch durchgehen, so, der ist, hat schon seine Momente, hat seine lustigen Dialoge. Patty ist total uninteressant, finde ich, in Risen 3. Mhm. Sie hat auch eine komplette Wesensveränderung und dient eigentlich nur dazu da, dann andere Leute am Ende wegen, also auch auszurauben, quasi. Die schleimt sich immer bei Leuten ein und dann besorgt sie die Kohle. Auch eine ganz traurige Questline eigentlich. Mehr hatte sie dann auch nicht zu bieten. Wen gibt's noch? Jafar. Jafar mochte ich zum Beispiel. Mhm. Ne? Also den hat man ja auch schon aus Risen 2. Wen gab's noch? Dann gab's diesen einen Typen, der einen nachher verraten hat. So ein Horas. Horas, genau. Dann gibt's noch Edward. Den findest du in Antigua. Genau, Edward. Edward war auch zum Beispiel noch einer der interessanteren, weil er wirklich eine Hintergrundgeschichte hatte. Eine interessantere. Mhm. Ne? Die passt zwar auch auf den Bierdeckel, aber interessanter für die Verhältnisse, die sonst da herrschen. Und ja, ich mochte ihn so von der Art, weil er immer so arrogant war und schnöselig, aber im Endeffekt, ne, hat man ja dann herausbekommen, dass seine Familiengeschichte gar nicht so ehrwürdig ist, wie er dachte. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, die sieben gibt's. Also Bones, Edward, Huras, Patty, Mendoza, Jaffa, Zadek. Und dann gibt's halt noch diese drei Kapitäne, Jake, Neron und Kane. Das kommt halt immer drauf an, welcher Fraktion du halt beitrittst, ne? Aber die haben halt jetzt auch keine Questlines oder so. Irgendwann haben die auch ihre Dialoge durch. Genau. Und dann sagen die auch immer das Gleiche. Ja, und so auch dieses mit der, du musst mal deine Crew inspizieren. Das hat auch mal so einen faden Beigeschmack, weil dann sollte das so die auch zeigen, okay, da ist jetzt vielleicht was passiert, du musst mit deiner Crew reden und so, aber im Endeffekt, weiß nicht, kam das alles nicht so glaubhaft wieder, sondern nur einfach wie so ein Punkt, den du abklappern musst. Und nicht, weil du wirklich mit denen reden wolltest. So ging es mir zumindest. Ja, ja. Nee, verstehe ich. Also würde ich auch so sehen. Also also was die Frage nochmal angeht, mein Lieblingsbegleiter, also in Risen 2 war es definitiv Chani, weil die einfach auch nicht so viel gelabert hat. So. Die hat einfach dich geheilt. Chani mochte ich auch. Die mochte ich sehr. In Risen 3 mochte ich sie da nicht mehr. Ja, da hat's aber auch jetzt nicht mehr so ein groß, also so viel Screentime hat sie ja in Risen 3 gar nicht mehr bekommen. So. Hätte gar nichts mehr mit der Chani auch von vorher zu tun eigentlich, aber. Ja, ja und ich mochte aber auch trotzdem in Risen 3 noch am meisten Jafar, so vom Sympathiegrad her, weil Jafar hatte man ja auch schon in Risen 2 und der hat halt auch noch eine relativ glaubwürdige Story in Risen 3 auf jeden Fall mit seinem Schüler, den er da in Taranis da. der Kadett werden möchte, das war schon ganz, ja. War schon ganz witzig. Das waren ganz lustige Quests, ja. Ja, genau, deshalb würde ich jetzt auch auf Anhieb erstmal Jafar sagen. Aber ja, du hast jetzt zu den meisten anderen hast du ja schon was gesagt. Es gibt natürlich viele Charaktere, die halt questbedingt halt sind. Wenn du halt dich Taranis anschließt, hast du halt mit Horas ein bisschen mehr zu tun. Wenn du halt Dämonenjäger wirst, hast du halt mit Edward mehr zu tun. Das ist schon okay. Es gibt halt Bones und Patty, die halt immer dabei sind irgendwie. Und halt Zadek, den du halt auch einfach mal so mit auflesen kannst. Also man hat halt versucht bei Piranha jetzt irgendwie jedem nochmal so einen individuellen Vorteil zu geben, wenn du den halt mit anheuerst, so, dass du halt, ne, von Horas kannst du Magie lernen, von Edward, weiß ich, glaube Kampf oder so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber jeder hat halt nochmal so einen, ja, so einen Bonus bekommen, sag ich jetzt mal, aber ja, ne, du hast es ja schon gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt jedem total gespannt da jetzt ausfragt oder mit dem sich unterhält, weil es halt auch eher so nebenher sich anfühlt. Ja, ja, zum Beispiel bei Edward, da ist auch so eine blöde Sache, du findest ja, du hast ja diese Albträume, wo du im Schattenreich bist, du findest ja so Seelenstaub und dann kann dir Edward zeigen, wie du da mit deiner Menschlichkeit wiederherstellst. Und dann fragst du ihn, woher weißt du das? Und sagt er, das ist mein Geheimnis. Ja, klasse. Ne? Hätte er da zum Beispiel irgendwas erzählt von seiner Familie, die mit der Geisterwelt in Kontakt war, weil sie einen großen Magier in der Familie hatten. Irgendwie so ein Schwachsinn hätte man sich doch ausdenken können. Aber einfach nichts zu sagen, ist ja auch etwas, was man, damit sagst du ja auch etwas aus. Ne? Im Grunde, ja. Und die Sache ist ja auch, das mit dem Seelenstaub und diesem Seelenwert, ne, ob du jetzt gut oder böse wirst, dieser Kälte- und Wärmewert und so, der hat ja gar nichts. Also es gab ganz kleine marginale Unterschiede. Das Ende hat sich verändert. Ich glaube, es gab drei Enden. Mhm. Die waren aber nur in den letzten 3 Sekunden Streamtime zu sehen. Also da gab es eine Veränderung. Ne?
Okay. In den letzten 3 Sekunden in dieser Cutscene. Das ist eine Veränderung. Und glaube ich, wenn du ganz böse bist, dann kommen ab und zu mal mehr Schattenlords. Und ein paar Crewmitglieder verlassen die Crew und andere bleiben halt eher da. Ne? Aber wenn du neutral spielst, so wie ich jetzt, dann bleiben alle da. Ne? Ja, genau. Und sonst hat es auch wirklich keine Auswirkungen. Du kannst es auch nicht wirklich gut messen. Da ist zwar so ein Wert, aber was der genau aussagt, weißt du halt nicht. Wenn du zum Beispiel stärker werden würdest oder schwächer, je nachdem, was du hast, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Oder dass du nur bestimmte Antwortmöglichkeiten hast, wenn du böse spielst, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dass Leute ganz anders auf dich reagieren, dass du dich äußerlich auch änderst, wirklich zum Schergen wirst, was dir mal angedroht wird, aber es passiert halt nicht. Das wäre so krass. Wenn du halt, du verlierst einfach das Spiel, wenn du unter Null sinkst, und dann wirst du einfach auch zu einem Schergen, und das Einzige, was du halt machen kannst, ist halt durch die Welt irgendwie und alle abschlachten oder so, aber das Spiel ist eigentlich vorbei, du müsstest neu laden trotzdem. Das wäre schon witzig irgendwie. Ja, aber alleine, wenn man böse aussieht, so, ne, man kriegt noch vielleicht noch blassere Haut und sieht halt so einen richtig grimmigen Gesichtsausdruck immer und kann dann alle Leute nur noch anschreien. Irgendwie sowas. Ne? Das wäre eine geile Arbeit für den Synchronsprecher gewesen. So einmal das ganze Spiel vertonen normal und einmal als so ein richtig geisteskranker Dude, der einfach total verrückt wird und böse ist. Ja, aber es wäre zumindest mal etwas, was das glaubhaft wiedergespiegelt hätte im Spiel dann, ne? Ja, stimmt. Naja, so und generell so die ganzen NPCs in Risen 3, also ich fand die wenigsten glaubhaft. Viele waren auch so angelehnt dann wieder an alte NPCs aus Gothic 1 und 2. Hm. Ist ein nettes Easter Egg, aber kommt auch nicht wirklich glaubhaft drüber. Und generell die Welt ist zwar schön, aber wie sie befüllt ist, und das wäre die nächste Frage hier, wie fandet ihr die NPC-Dichte sowie das Verhältnis von männlichen und weiblichen Charakteren? Waren die Siedlungen belebt genug oder hättet ihr gerne mehr namenlose Filler-NPCs gehabt? Haben wir ja gerade schon teilweise was zu gesagt, dass es nicht glaubhaft rüberkommt. Ne? Mhm, genau. Das ist halt wirklich so ein Problem. Risen 3 wirkt nicht wie zum Beispiel wie Gothic 1 oder auch wie Elex, wirkt nicht wie eine Welt, die so existieren könnte. So, weil es soll immer eine ganze Insel darstellen, aber im Endeffekt sind es dann 10 Leute, die auf so einer Insel wohnen und da stehen 2 Hütten. Ne? Ja. Sieht von außen immer groß aus und schön weit weg und die Welt lässt sich schön angucken, aber die Welt wirkt nicht glaubhaft. Ne? Und auch dieses Verhältnis, was hier gefragt wird zwischen männlichen und weiblichen Charakteren, ist manchmal auch recht fragwürdig, vor allem wenn man jetzt mal in Taranis guckt, da ist halt die Dame, ne, die mit dem einen Kadetten da zusammen ist am Anfang des Tores oder hinter dem Tor, und das ist halt quasi, meine ich, die einzige Frau auf Taranis. So, die anderen sind gestorben, diese Fischerin, oder die Fischerin, die, ja, die stimmt. Lina. Ich glaube, auf Taranis hast du recht, ist eine Frau da. Ja. Genau, die Lina ist ja, war ja so eine Frau bei den Fischern, die gestorben ist durch eine Quest. Und ansonsten, ja, gut, bei den Kila gab es halt ein paar Frauen, 3 oder 4. Ja. Ja. Das ist auch so bloß so 3 oder 4 auf der ganzen Insel. Das ist schon. Ja, naja, und eine davon bringst du ins Piratenlager, weißt du, so eine leicht, ganz leicht bekleidete Dame bei irgendwie 10 Piraten, die vielleicht schon seit Wochen keine Frau mehr gesehen haben, das ist schon. Ja, das habe ich auch sehr in Frage gestellt, ob das so eine gute Idee genau. ist, die dahin zu bringen, ne? Aber naja. Generell, auch wenn du dann Frauen triffst, die haben nie irgendwelche interessanten Quests, die haben immer noch dieses klischeehafte Geschlechterrollenbild, immer so, die Frau ist zu Hause und kocht und räumt auf, oder sie ist halt eine Prostituierte, oder sie wird von einem anderen entführt, weil sie dachte, er ist ein toller Hecht und er konnte sie beeindrucken. Das fällt mir gerade noch ein, auf Kalador war so ein verrückter Magier, der auch die Stimme von Raven hatte, das war sehr lustig, weil der hat sich 1:1 angehört wie Raven dann halt, ne? Und der hat halt diese Frau gesagt, ja, ich bin so ein cooler Magier, und die ist dann mit ihm mitgegangen und er wollte sie dann opfern. Also, und manche Quests, die scheinen dann vielleicht ein bisschen interessanter zu sein, mit so einer Geistergestalt, die auf dem Friedhof war, das war auch eine Frau, aber das hat ja auch keine wirkliche Hintergrundgeschichte. Mhm. Also ist schade, es wirkt ein bisschen hingeklatscht alles von den Quests. Das ist nicht so gut durchdacht und das ist halt traurig. So, die Quests sind mehr so, du spielst es und es unterhält dich, hier und da sind ein paar lustige Sachen, dann lachst du über die Dialoge, aber meistens ist mir auch das viel zu kindlich. Ja. Also ich frage mich, wer die Zielgruppe ist, weil teilweise ist der Humor für wie so, weiß nicht, für so 10-Jährige. Und manchmal finde ich auch diesen einfachen Humor lustig, wie bei den Gnomen. Das funktioniert manchmal bei mir. Manchmal finde ich die Gnome auch nur einfach nur nervig. Aber die meiste Zeit denke ich mir so, irgendwie fühle ich mich, als wäre ich zu alt für dieses Spiel. Keine Ahnung. Und ja, das habe ich bei einem Gothic, wenn ich es heute spiele,
noch, immer noch nicht, ne? Und aber bei es halt Risen, härter und rauer ist. Viel härter. Also, und bei Risen versuchen die das teilweise so harte Leute zu machen, aber es kommt trotzdem nicht so rüber, ich weiß es nicht. Mhm. Es gibt noch in Antigua auch noch zwei Frauen und da gibt es halt diese Grace, die ist halt zumindest ein bisschen glaubwürdiger oder immersiver, weil die schon im zweiten Teil vorkam und da hat man ja quasi zwischen den beiden. Da war sie auch so eine Prostituierte. Da war sie auch eine Prostituierte, genau. Und da hat man halt so eine Love-Story zwischen ihr und dem Schmied halt aufgebaut. Mhm. Und im dritten Teil ist der Schmied halt in Calador und sie ist halt quasi dann mit ihm verheiratet schon und muss die Schmiede alleine führen und so. Das fand ich okay. Also da war mal zumindest so ein bisschen, das ist glaubwürdig irgendwie umgesetzt und gerade auch in Bezug auf ein älteres Spiel fand ich das auch besser gemacht. So, aber ansonsten ja, die ganzen anderen. Ich muss so gerade an den Schmied denken, der immer so geredet hat, davon wegen, ja, wir haben keine Zeit, wir sind hier im Krieg und hat da ganze Zeit Druck gemacht und dann wollte er aber von dir, dass du halt der Frau diesen Brief bringst. Ne? Ja, ja. Und ja. Das hat eigentlich auch nicht zusammengepasst. Ja. Aber, genau. Naja. Ja. Gameplay. Genau. Generell erstmal, bevor wir zu den einzelnen Unterpunkten hier kommen, vom Gameplay, generell das Gameplay. Ne? Mhm. Wie findest du das im Verhältnis? Also es hat sich ja seit Risen 1 geändert und ich finde, es hat sich eigentlich nur zum Negativen geändert seit Risen 1. Ja, das ist so die, ich glaube, das ist so die typische Aussage eines PC-Spielers, dass sie sich halt zum Negativen geändert hat. Ich glaube, ein Konsolenspieler würde das jetzt vielleicht sagen, dass sie sich verbessert hat, weil sie jetzt mehr für Konsole angepasst ist. Steuerung und Kampfsystem etc. Klar, wir als PC-Spieler, wir finden das natürlich ein totales Downgrade, dass das Kampfsystem so vereinfacht wurde, dass viele Features entfernt wurden, die du halt am PC mit Gothic 1 bis 3 oder Risen 1 machen konntest. Das Kampfsystem war in Risen 1 viel ausgeprägter, viel dynamischer. Besser einfach, genau, viel dynamischer und in Risen 2 und Risen 3 war es dann einfach nur noch für Konsole halt und für Controller halt gedacht, ne? Und das finde ich natürlich schlecht. So, gerade das Kampfsystem, es hat ja schon bei Risen 2 angefangen. Mhm, ja. Voll vereinfacht, nur noch eine Dreierkombination, nachher konntest du noch mehr Sachen lernen, aber du konntest es nie gegen tierische oder Monstergegner anwenden, sondern nur gegen NPCs. Wenn du die ganzen Kampftalente gelernt hast, ist das Kampfsystem ganz nett, sogar in Risen 2. Ne? Aber bis du da hinkommst, dauert es zig Level und du klickst dich halt kaputt. Ne? Ja. Ja. Und das ist halt sehr schade. In Risen 3 haben sie es versucht zu überarbeiten, aber dadurch haben wir halt zum Beispiel dieses Phänomen, erstmal leuchtet immer deine Waffe auf, du kannst von vornherein die Schläge aufladen, das ging bei Risen 2 nicht vom Anfang. Mhm. Ja. Du kannst von Anfang die Schläge aufladen und du slidest über den Boden kilometerweit und es sieht einfach albern aus. Ja. Es sieht albern aus, es ist nicht gut und man hat immer noch das Problem, dass Tiere viel zu schnell angreifen, so Spam-Attacken haben. Und ich habe zum Beispiel mit mein letztes Let's Play gehabt, habe ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, auf Ultra, ne? Und ich hatte da teilweise so Phänomene, wo mich Gegner nur noch, also die haben mich alle gewone-shottet und ich bin in einer Folge teilweise bestimmt 50 Mal gestorben, weil mich jeder Gegner gewone-shottet hat am Anfang und manchmal konntest du halt gar nicht ausweichen oder so, weil Gegner einfach zu schnell sind. Und ich würde von mir sagen, ich bin ein ganz passabler Spieler, ich kann mich in ein Kampfsystem reindenken und komme damit klar. Ne? Mhm. Aber da hatte ich echt meine Schwierigkeiten, weil das Kampfsystem einfach nicht gut ist. Es ist nicht ausgearbeitet. Wenn du am Ende, war ich dann außerdem so overpowered, dass ich gar keinen Schaden mehr bekommen konnte. Und am Anfang, wurde ich von allen Leuten gewone-shottet. Lag teilweise auch an der Mod, dass da ne, Sachen geändert wurden. Da muss man auch fair sein. Es lag Attributswerte und so wurden da geändert von der Mod. Aber so generell ist das Kampfsystem nicht ausgearbeitet. Und es ist einfach nur, da war Risen 2 mir im Nachhinein sogar doch noch lieber. Nicht in jedem Punkt, so Magie und so wurde wieder besser, ne? Gerade die Magie-Animation haben wir öfter schon drüber geredet, erinnert so an Avatar-helle Elemente. Mhm. Finde ich cool, dass man so einen Nahkampf-Magie-Zauber hat. Und dann gibt es ein paar nette Zauber noch so, hier, weiß nicht, irgendwie Begleitkreaturen rufen oder irgendwie, dass man schneller angreift und dies und das, ne? Ist ganz nett, aber auch da gibt es mir von den Fraktionen zu wenig Unterschiede. Weil irgendwie hat jede Fraktion für den jeweiligen Zauber so ein Zauber, der den anderen dann ersetzen würde und es hat nicht so einen Widerspielwert unbedingt, wenn man nur auf Zauber gehen will oder so, ne, weil jeder hat irgendwo das Gleiche. Heißt halt anders, sieht ein bisschen anders aus, aber ja. Okay, interessant. Also beim
wir haben vorhin auch über das Aussehen geredet, ne? Mit den verschiedenen Sachen, die Merkmale, die die jeweiligen Fraktionen bekommen. Und da gibt es auch noch eine Sache, die zum Beispiel bei den Dämonenjäger, wenn die dann ausweichen, dann können sie sich auf einmal teleportieren. Das wird auch nirgendwo erklärt, fällt mir nur gerade ein. Dann eine Sache, die mich sehr stört, ist, es gibt unterschiedliche Waffenklassen. Das an sich stört mich nicht, aber also du greifst mit jeder Waffenklasse gleich an. Ja. Das heißt, du hast ein Schwert, eine Keule oder, was ist noch, Stichwaffen, ne? Mhm. Und alle haben aber die gleichen Animationen. Also du hast eine Stichwaffe, aber du haust trotzdem drauf. Du hast eine Keule, greifst aber genauso schnell an wie mit einem Schwert. Und das ist auch schlecht. Also drei, da hätte man zumindest, wie bei Elex beispielsweise, unterschiedliche Animationen haben können, je nach Waffenklasse. Das ist schlecht in Risen. Da kommt es auch zu so Momenten, da hast du diese Killcams und dann stichst du mit einer Keule durch jemanden durch. Da, und dann liegt er aber bewusstlos auf dem Boden und steht wieder auf. Also es ist... Nein. Genau, also du hast jetzt schon Punkt 2 quasi jetzt schon abgearbeitet wegen Kampfsystem. Wollen wir das da jetzt überspringen, oder? Ja, generell kannst du ja auch noch deinen Senf dazu geben. Also, ja, ich sehe es. Also das mit der Magie... sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil man hat halt, glaube ich, schon probiert, da Unterschiede reinzubringen. Gerade bei den Kristallhandschuhen, bei den Magiern auf Terranis, das finde ich halt ziemlich unique so. Es gibt halt Spruchrollen, womit du halt so quasi alte Gothic-Zauber wieder nutzen kannst, wie Feuerregen und so Sachen. Also das finde ich schon eigentlich ziemlich relativ breit gefächert, muss ich sagen. Es gibt die Voodoo-Magie aus Risen 2, die in gewisser Weise ja schon auch ein bisschen anders ist. Und die Dämonenmagie ist ja auch nochmal eine andere Form der Runenmagie. Also ich finde eigentlich schon, dass man da relativ viel Auswahl hat. Ja, was ich damit meine, du hast es anders genannt, du hast es optisch anders designt, aber im Endeffekt hast du auch einen Heilzauber. Dann hast du einen Zauber wie diesen Kristallhandschuh, hat jede Fraktion. Die heißt nur anders. Ne? Die Dämonenjäger haben so einen Zauber auch. Und die Voodoo-Dings haben auch so einen Insektenschwarm, den sie genauso abfeuern können. Ne? Und dann hast du halt bei, überall hast du entweder Rüstungsstärken oder Debuffen, sowas. Also, aber im Endeffekt hast du einige Zauber, die unterscheiden sich, aber die, sag ich mal, so eine Grundsparte an Zaubern, die hat jede Fraktion und die heißt dann anders, sieht ein bisschen anders aus, aber ist eigentlich das Gleiche. Ne? Das meinte ich nur. Okay, gut. Ne? Kommen wir mal zum Punkten Armdrücken und Messerwerfen ergänzen und Risen 3, das Minispiel-Raster, wohingegen Flottenschießen entfernt wurde. War das ein Schritt in die richtige Richtung? Waren die Minispiele in Risen 2 besser oder kann man sowas ganz weglassen? Was denkst du dazu? Also, solange es optional bleibt, kann es ja drin sein. Weil ich zum Beispiel habe diese Minispiele immer gemacht und Messer werfen mochte ich sogar, weil es zwischendurch mal ganz nett ist, so ein kleines Minispiel zu machen. Aber Saufen habe ich immer gehasst, Armdrücken habe ich auch nicht gemocht, weil es einfach mit den Pfeiltasten ein kleines Minispiel ist. Finde ich uninteressant. Flottenschießen in Risen 2 habe ich richtig gehasst, weil du hattest eigentlich so eine Pistole, aber konntest dann so schnell schießen wie mit einer Halbautomatik. Und ja, weiß nicht, hat mir nicht gefallen. Also, solange es optional bleibt und man es nicht zwingend braucht, ja, soll es drin sein. Ich glaube, da kann sich dann auch keiner dran stören. Man sollte es vielleicht nicht in irgendwelche wichtigen Quests einbauen. Ja, das finde ich, glaube ich, auch nicht. Ja, das finde ich auch richtig so. Das mit dem Schießen, das war ja so ein bisschen wie Moorhuhn nur in schwer. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in 120 Stunden Risen 2 Spielzeit das jemals geschafft hätte. Aber ja, ich glaube auch das Messerwerfen fand ich ganz cool in Risen 3 so, aber so ein richtiges Minispiel oder ein richtiges Spiel im Spiel, das hatten wir ja schon neulich besprochen, das ist ja zum Beispiel sowas wie Gwent in Witcher oder so, das Würfel in Kingdom Come, das ist halt schon... Sowas hätte ich dann lieber gehabt, da hätte man auf mehrere Minispiele dann auch verzichten können. Aber sehe ich genauso wie du, also wenn es optional ist, ist in Ordnung, aber ja, musst es jetzt nicht zwingend haben. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die mir eigentlich sehr wichtig ist, was sich seit Risen 2 auch geändert hat, ist, es gibt keine Heiltränke mehr. Es gibt Rum. Ja. Ne? Oder Grog. So, warum ist es bei Risen 3 immer noch so? Bei Risen 2 war es Piraten-Setting noch präsent, okay. Da hat schon keinen Sinn gemacht, aber von mir aus. Aber ich finde es immer sehr schade, du drückst da drauf und du nimmst instant diesen Heiltrank, ohne dass du eine Animation hast. Und das war das Schöne in Risen 1 noch, du hast beim Laufen trinken können. Ja. Das erste Piranha-Beispiel, wo man beim Laufen trinken konnte, mal abgesehen von Gothic 3, wo es nachher reingepatcht wurde durch die Community. Aber das fand ich immer cool. Ne? Du musst weglaufen, deine Waffe kurz ablegen und trinkst dann Trank
Und das wirkt echt und glaubwürdig. Und bei Risen 3, Grog. Ja, cool. Und du drückst auf eine Taste und dann hast du auf einmal Lebensenergie wieder voll. Ja, also das stimmt. Dann kann man es auch gleich weglassen. Keine Ahnung. Das hat mich auch gestört, dass man diese Animationen halt entfernt hat. Das hätte das Spiel nochmal um einiges oder um einen gewissen Teil glaubwürdiger wieder mitgemacht, so dass man so diese Animation halt richtig hat. Ja. Dass es jetzt Rum oder Grog ist, das hat mich jetzt nicht so gestört, weil, ja, wenn man halt einen starken Alkohol trinkt, dann kann das auch einen gewissen Schmerz überdecken, so, wenn man eine Wunde hat. Ja, okay, kann man halt drüber streiten. Ich find's nicht schlimm, dass man jetzt statt Heiltränken auf starke alkoholische Tränke zurückgegriffen hat, um Schmerz zu lindern, ist für mich okay. Aber mich stört das halt auch mit der fehlenden Animation, definitiv. Hm. Ja. Fand ich in Risen 1 auch sehr schön gemacht. Ja. Ja, zum Thema Kampfsystem hast du ja jetzt eigentlich schon alles eigentlich gesagt. Kampf- und Magiesystem. Wir haben noch die Seeschlachten und Seeungeheuer. Das kommt noch, genau, das kommt noch. Erstmal, der Charakterzug des Helden wird teilweise durch die Entscheidung des Spiels beeinflusst. Nette Spielerei, sinnloses Feature oder irgendwas dazwischen. Das hatten wir doch schon auch. Ja, das ist quasi den Seelenwert. Deswegen habe ich das gerade übersprungen, ja. Okay, gut. Und dann Seeschlachten und Seeungeheuer. Was fandet ihr gut daran, was schlecht? Hätte das Feature mehr Entwicklungszeit gebraucht, gestrichen werden sollen oder noch eine größere Rolle spielen sollen? Also, ich fand ja die Idee nett, dass sie was anderes ausprobieren wollten. Das ist ja auch wie eine Art Minispiel. Mhm. Aber ich fand das irgendwie, also auch wie es optisch aussah, der Wellengang, wie du Schiff rumgefahren ist, dass du folgen konntest, das fand ich cool. Aber das eigentliche Gameplay war richtig schlecht. Und ich habe ja auf Ultra gespielt und bei den Seeschlachten habe ich einfach auf Ultra leicht gestellt dann, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja, ich auch. Und weiß nicht, weil wenn du auf schwer spielst, dann rammt dich so ein Seeungeheuer mit zwei Schlägen kaputt und du musst es aber 500 Mal treffen, damit es besiegt ist. Und das ist kein Spielspaß für mich, keine Ahnung. Es wirkt wie so, weiß ich nicht, Assassin's Creed Black Flag auf Wish bestellt, weiß ich nicht. So nicht mal von der Optik, weil das hier ganz okay ist, aber so das Gameplay an sich, ne? Ich meine, dass sogar Assassin's Creed Black Flag relativ Zeit oder im selben Zeitraum daraus kam. Das kam 2013 kam das raus, genau, es kam ein Jahr vorher raus. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand beim Publisher gesagt hat, Leute, ihr müsst es einbauen. Das wird so hart gefeiert bei Black Flag, ihr müsst sowas ähnliches einbauen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Piranha Bytes selber gesagt hat, dass sie das gar nicht wollten. Aber der Publisher hat es vielleicht gesagt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es das so ablief. Aber definitiv, da hätte man total drauf verzichten sollen. Also völliger Schwachsinn. Wäre es dann wenigstens so gewesen, weil du hattest da die Seeungeheuer, ne? Mhm. Dann wäre es wenigstens so gewesen, dass du die Schiffsschlachten auch so machen könntest. Da kommt ein anderes Schiff, dann fährst du mit den beiden Schiffen, ne? Ja. Darum. Und du ballerst dich an und wenn du dann ein Schiff bis zu einem gewissen Grad besiegt hast, dann darfst du ran und es entern. Dann ist es ja so ähnlich wie bei Assassin's Creed. Das hat mir zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey gab es das ja auch wieder. Da konntest du dann auch mit den Galeeren die Schiffe rammen oder halt mit den Bogenschützen draufschießen oder Speere werfen oder Feuerspeere, damit die anfangen zu brennen, die Schiffe. Und dann konntest du nachher rüber und dann kämpfen. Wenn die sowas in der Richtung gemacht hätten, so ein bisschen ausgereifter, ja, aber wahrscheinlich war dafür auch keine Zeit und du wirst recht haben, das hat da irgendjemand sich ausgedacht und meinte, das muss da rein. Ja, genau. Obwohl es wirklich keiner haben wollte, dann war das so hingeklatscht und ja. Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, wenn es da mir gegangen wäre, hätte man da komplett drauf verzichtet. Hab's da genauso gemacht wie du, sobald da eine Seeschlacht war, habe ich sofort auf ganz, ganz einfach gestellt, dass das Ding möglichst schnell durch ist und ich dann schnell zur nächsten Insel komme. Ja, genau. Weil es, ja, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, weil wir nicht über die Spielwelt dachte ich, wir hätten über alles geredet, aber wir haben eine Insel vergessen, und zwar die letzte. Ja. Was hältst du da? Also, was hast du von der gehalten? Also, prinzipiell gute Sache, aber ich fand's sehr verwirrend. Also, im Normalfall ist es ja so gewesen, gerade auch bei Risen 1, man kommt halt in so einen Tempel rein. Und der ist zwar von der Fläche her kleiner als so diese letzte Insel bei Risen 3, aber man konnte sich an vielen Orten, musstest du auch teilweise mehrfach lang. Und das konnte man sich irgendwie besser einprägen, so dieses Höhlensystem da unter der Vulkanfestung. Und diese Insel bei Risen 3, wo du an viele verschiedene Orte nochmal musst, aber es ist halt so ein riesiges Ruinenfeld, alles sieht irgendwie gleich aus. Ich hatte nur bei wenigen Stellen irgendwie das Gefühl, yo, hier hat man einen größeren Detailgrad irgendwie reingebaut. Es war so... Bei Risen 3 habe ich das so ein bisschen, fand ich das ein bisschen schade, dass halt vieles so gleich war. Aber die letzte Location, wo man quasi den Endgegner bekämpft, mit diesen verschiedenen Ebenen in so einem kleinen Höhlensystem, so, das fand ich cool.
Fand ich auch gut, dass man da überall hin musste, weil das Vieh sich halt auch teleportiert hat und alles und die Gegner da kamen und so. Fand ich gut, aber so um die Schnitt fand ich, hat diese Location selbst im Vergleich zu Risen 2 nicht so einen hohen einprägsamen Wert für mich gehabt. Also vielleicht ist jetzt anders, aber... Ich fand da auch sogar optisch, hat sie sogar teilweise sehr was hergemacht, weil da hattest du diese Felsen, da sind da so Lavafälle rausgekommen, ne? Und es sah ganz schön aus wieder, ne? Aber was mich ja auch gestört hat, du kommst da an, baust dir so dein Lager auf und dann hast du da NPCs, die hast du im ganzen Spiel vorher noch nie gesehen. Und die sind dann auf einmal da und die haben dann irgendwelche wichtigen Rollen da inne. Und für die hast du dann Quests und du denkst dir so, hä? Du gehörst jetzt zu den Piraten oder du gehörst jetzt zu den Magiern oder wo auch immer, aber ich habe dich vorhin noch nie gesehen im Spiel. Was machst du hier überhaupt? Wer bist du überhaupt? fand ich ein bisschen komisch. Also das hat mich sehr gestört. Und es wirkt halt so ein bisschen so, ja, wir brauchen noch Content. Ne? Mhm. So, diese Insel hätte man komplett weglassen können. Ne? Eigentlich schade, weil es ist ein schöner Ort, aber sie ist halt auch nicht wieder genau das gleiche Problem. Halt einfach die Quests wirken banal, sinnlos teilweise und du quälst dich da halt schon am Ende ein bisschen durchgefühlt, weil dann Gegner horden ohne Ende, immer wieder die gleichen Gegner. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was man noch zur Welt oder zum Gameplay sagen könnte. Es gibt eine gewisse Anzahl an Gegnern, aber irgendwann, gerade bei Schergen, irgendwann klopfst du halt gegen hunderte Schergen, ne? Mhm. Die werden auch nicht stärker. Es gibt gibt irgendwie drei Varianten von denen. Ja. Ne? Ja. Oder vier und dann, ja, weiß nicht. Es ist halt irgendwann langweilig, immer wieder die gleichen Gegner zu sehen. Das sind die Kämpfe gegen die Schattenlords halt schon deutlich spannender. Ja, aber auch die sind da noch was Besonderes, ja, ne? Eben. Irgendwo. Aber generell auch bosskampftechnisch ist so ein Schattenlord ja dann vielleicht noch eine Besonderheit gewesen, aber wenn du dann drei von denen kaputt gehauen hast, dann auch nicht mehr. Der Bosskampf gegen den Endboss war bei mir jetzt so einfach, dass ich konnte einfach stehen, der hat mir gar keinen Schaden gemacht, also ich habe gar keinen mehr Vergleich mehr, ich weiß nicht, wie es vorher war, ob der vorher sehr schwierig war. Ich habe es jetzt nur in meinem letzten Spielstand, meinem gemoddeten Spielstand, war ich viel zu overpowered am Ende. Wie gesagt, mir konnte gar keiner mehr Schaden machen am Ende. Gar keiner. Ne? Und auch nicht der Endboss. Der andere Bosskampf gegen diesen komischen Erztitan oder was das war, da musste man den ja so einfangen. Ja. War mal was anderes. Also kann ich mit leben, dass der so war. Ne? Ja, also gerade wenn man so die Historie von Piranha Bytes Bosskämpfen sich jetzt mal anguckt, wenn man es jetzt mit den Risen-Spielen vergleicht, fand ich noch den gegen den Feuertitan in Risen 1 noch am immersivsten. Ich will jetzt nicht sagen am besten, aber am immersivsten irgendwie. Ja, was da war halt so, fand ich das okay. Wenn man halt richtig OP war, war gegen der Kampf gegen Mara halt ein Witz. Und im Endeffekt, wenn man halt richtig krass OP ist, auch in Risen 3 der Kampf gegen den Todestitan da halt auch ein Witz. Von dieser Antagonist, den man da in Risen 3 hatte, das war auch der langweiligste, den ich jemals gesehen habe. Also wirklich. Ja. Weißt du, du baust das ganze Spiel lang auf und willst so gegen die Schatten kämpfen und gehst da zu dieser ältesten Spinne der Welt. Das ist ja auch noch so ein NPC, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Diese älteste Spinne da. Problem ist, man könnte eigentlich wahrscheinlich 3 Stunden über Risen reden hier. Ne? Aber auf jeden Fall, du kommst zu dieser das älteste Wesen der Welt und du hast ja so Fragen, die du stellen kannst. Und sie sagt auch nichts aus eigentlich. Sie hat nur dumme Antworten. Und weißt du, sie ist das älteste Wesen der Welt und lässt sich so austricksen mit so simplen Tricks. Ne? Also, es ist, weiß ich nicht, das wirkte auch alles nicht schön. Das hat ja sehr viel Potenzial gehabt. Da hätte man so ein bisschen mehr in den Tiefgang haben können, ne? Um die Geschicke der Welt, aber gab es nicht. Und dann ist ja Necrolot aufgetaucht, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, du hattest ja vorher schon immer diese Vision. Und wenn du die Untertitel anhattest, dann hast du schon in deinen Träumen gesehen, wie der Endgegner heißt. Ja, ja, das ist so richtig dumm. Richtig dumm. Ne? Er war halt so ein langweiliger, alter Mann mit einer Halbglatze und langen Haaren. So, ja. So ein richtiger, ja, nee, gut. Langweiligste. Ja. So ein alter grimmiger, oder, nee, nicht grimmig, sondern wie heißt das, wenn man so, nicht verklemmt, sondern so ein alter Zausel, der, da gibt's eine Bezeichnung dafür. Tatterkreis? Ja, sowas in der Richtung. Genau, so ein alter Tatterkreis. Ja, das könnte ganz gut beschreiben, was ich denke.
Einfach nicht glaubhaft. Einfach langweilig. Auch eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, auch der Risen-Held aus Risen 3. Mhm. Wie findest du den denn? Ja, uninteressant wie sonst was. Also ich fand's halt schade, dass man den Helden gewechselt hat, weil mit dem Helden aus Risen 1 und 2 konnte man sich ja noch ziemlich gut oder zumindest besser identifizieren irgendwie, weil der ja halt schon so stilcoole Sau war, aber der ja. Risen-Held, also Risen 3-Held, der... Ja, also erstmal Bruder von Patty, der zuvor noch nie Erwähnung fand, also war er eigentlich auch nie interessant, für Patty zumindest. Selbst Pattys andere Schwestern wurden schon erwähnt. Ja, genau. Und von denen sieht man irgendwie nichts. Also, nee, ich muss zugeben. Das wäre zum Beispiel eine witzige Quest gewesen, wenn du irgendeine Kneipe kommst, auf einmal sitzen da 7 Patty-Schwestern. Und das sind auch noch alles irgendwie hier eineiige Zwillinge oder sowas. Das wäre richtig witzig gewesen. Sowas hätte man einbauen können. Naja. Aber ich muss sagen, ich mag den Synchronsprecher eigentlich schon. Ja. Ne? Ist, glaube ich, der Thomas Friebel heißt er, glaube ich. Oder Fiebel. Ja. Bin mir nicht sicher. Genau. Der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, wo der so Tipps gibt für weiß nicht, wie man, weiß nicht, selbstbewusster rüberkommt in Bewerbungsgesprächen und sowas, ne? Weil er so Sprachtrainer ist auch, ne? Ist halt nur ein lustiger Funfact. Habe cool. ich mal aus Zufall gefunden, wo ich den gegoogelt habe. Ja, auf jeden Fall mag ich den Sprecher an sich so, aber im Verhältnis zum eigentlichen Risen-Helden, nee, weiß ich nicht. Also, da kann der auch nicht mithalten. Er wirkt auch uninteressant, du hast den vorher noch nie gesehen und dann oftmals tut er so hart und in anderen Momenten, also es wirkt halt aufgesetzt oft. Ja, auf jeden Fall. Also, oder zumindest nur sehr wenig. Ich kann mich nur sehr wenig mit dem irgendwie identifizieren, also, ja. Aber wen ich mit Abstand am allerschlimmsten fand, ne, war es Eldrick. Weil Eldrick hat halt nichts mit Eldrick mehr zu tun. In Risen 2 hat er schon nicht mehr viel mit Eldrick zu tun, aber da hattest du zumindest noch Bodo Henkel als Sprecher. Ne? Genau, das ist sowieso so eine Sache, das verstehe ich nicht, warum einfach viele Sprecher einfach nicht mehr genutzt worden für denselben Charakter. Das stört mich auch in Serien immer. Wenn dieselben Charakter aus einer Serie vorkommen und der Sprecher ist auch in der Serie vertreten, aber spricht andere Charaktere, wo ich mir denke, warum sprichst du denn nicht einfach den wieder? Ja. Aber gut, anderes Thema. Ja, warum Bodo Henkel den Risen 3 Held nicht gesprochen hat, den Eldrick nicht gesprochen hat. Bodo Henkel hat den Risen 3 Held gesprochen, wäre ultra geil. Das wäre so echt auch ultra geil gewesen. nee, aber ich meine zu Risen 3 konnte Bodo Henkel ja, glaube ich, irgendwie nicht mitsprechen. Irgendwas war, glaube ich. Deshalb konnte der, glaube ich, nicht mitsprechen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den Sprecher, der Eldrick gesprochen hat, den kennt man aus Gothic 3 zum Beispiel. Ja. Auch. Und da hat er aber so, oh, hallo, ich bin voll alt und bin Eldrick, so ganz halt geredet. Das war so nervig. Ja. Weil es auch nicht so, du hast halt, das wirkte so gestellt, ne? Mhm. Und ja, keine Ahnung. Und andere NPCs, die man von vorher kennt, hatten halt auch nichts mehr zu tun, ne? Captain Slane zum Beispiel, den du als Geist mal wieder getroffen hast, hatte auch eine andere Stimme. Ne? Ja, ist halt eine nette Referenz gewesen so, aber ja. Mendoza auch hatte Tiefgang. Auch eine andere Stimme, aber da war es zumindest noch irgendwo eine passende Stimme. Dann hattest du Shani. Ich fand bei Ursegur fand ich das noch okay, weil da hatte man schon so einen ähnlichen Sprecher nochmal genommen, der auch wie in Risen 1 klang ungefähr. Also das fand ich okay, ja. Aber der sah halt auch ganz anders aus. Er war auf einmal so groß, das habe ich halt nicht so kapiert. Und warum hatte der so einen Special Helm auf einmal? Das fand ich noch irgendwie sogar cool, dass er ein eigenes Design hatte. Er war einer der wenigen Charaktere, die noch ein eigenes Design bekommen haben. Ne? Und er ist ein Titanenlord halt, dass man ihn so riesig darstellt, ist ganz nett. Aber auch den hätte ich gerne gefragt, hey mal, was ist eigentlich mit dem Titanenkrieg? Wo sind eigentlich die Echsenmenschen und was ist eigentlich mit Ismael? Den gab es ja auch noch. Ja, wer ist das? Wer ist das überhaupt? Ja, und alles so die Hintergrundgeschichte von Risen gibt es gefühlt gar nicht. Ja, ne? Ja. Und das ist halt so traurig, weil Potenzial wäre auch da gewesen. Ne? Aber ja, deswegen, es bleibt halt dieses durchschnittliche Spiel, was alles so ein bisschen macht und ganz okay ist, aber es kann einfach kein gutes Spiel sein. Mhm. Also es bleibt so, sagen wir doch, es ist ein gutes Spiel im Gesamtpaket, aber es macht alles halt passabel und dadurch wird es am Ende ganz okay, ganz gut. Ne? Aber naja, es stinkt halt ab gegen alte Piranha-Bird-Spiele. Ne? Ja. Und es tut einem auch leid, dass man immer wieder diesen Vergleich ziehen muss, aber man kommt halt nicht drum rum, weil es war mal alles besser. Das stimmt. Nicht alles, aber es war vieles besser. Ne?
Und mir ist es bis heute ein Rätsel, wie sie damals in Gothic 1 und Gothic 2 so viel Liebe zum Detail drin hatten und das in anderen Spielen nicht mehr hinbekommen haben. Da würde ich mir auch wünschen, dass jetzt zum Beispiel ein Elex 2, was kommt, von mir aus 10 Jahre in Entwicklung ist und dann die veralteteste Grafik überhaupt hat. Aber dann hast du wenigstens ein schönes, durchdachtes Spiel, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, da muss sich Piranha Bytes halt auch an anderen Spielen lassen und dann sind vielleicht zwei Dudes, die Gothic feierten, die sind vielleicht zufrieden, aber hunderttausende andere, als Beispiel, die Elex 1 gefeiert haben, die sind total enttäuscht auf einmal. Ja, das kann halt schon sein, ne? Deshalb ist es immer ein schmaler Grat und ich glaube, die kotzt es auch an, dass jedes Mal Gothic als Vergleich rangezogen wird, weil das Team, was ja damals Gothic gemacht hat, das ist ja heute gar nicht mehr bei Piranha Bytes und ja. Oder nur noch so vereinzelt, wenig in der Handvoll Leute höchstens nur noch. Aber, weil und, sie, ja. Sie haben nur damit geworben, so quasi back to the roots, ne? Ja. Bei Risen 3, aber gefühlt wissen die gar nicht, was das bedeutet. Also in dem Spiel auf jeden Fall nicht, da muss ich dir recht geben. Also Back to the Roots hieß in dem Fall vielleicht nur anderes Setting vielleicht. Ja, und Easter Eggs einbauen. Ja, vielleicht, ja. So, oh, der Türsteher heißt ja auch Mo. Genau. Oder so, es gibt Scavenger. Das interessiert einen aber dann nicht. Das macht's halt nicht alles besser, ne? Genau. Ja. So, jetzt sind wir leider ein bisschen vom Plan abgekommen, aber hier Missing Features als nächster Punkt, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Hier wird geschrieben, welches dieser Features denkt ihr, würden Risen 3 gut ergänzen? Welches sind unnötiger Feature-Creep? Erstens, Animationen für das Nachladen von Schusswaffen, Benutzen von Vorausgehensteinen und so weiter. Das haben wir schon besprochen, das hätten wir uns gerne gewünscht. Ja, auf jeden Fall. Speere und Gewehre mit Bajonett als eigen erlernbarer Melee-Kampfstil. Es gab zum Beispiel Speer- und Bajonettangriffe in Risen 2. Die Animation gibt es also in der Engine. Ich verstehe auch nicht, warum man die dann nicht im Spiel gelassen hat, weil auch die ganzen eingeborenen Kämpfer, die hatten vorher Speerkampf und so. Genau. Und haben so voll die Capoeira-Moves gemacht. Und auch mit den Beinen. Das sah voll cool aus. Ich habe das sehr gemocht. Vor allen Dingen auch die Konteranimation, die man dann hatte in Risen 2. Wenn zum Beispiel einer, der einen Speerkampf beherrscht hat, dich angegriffen hat und du hast das gekontert, das sah mega gut aus. Das waren mit die besten Animationen in Risen 2. Ne? Also wirklich, das ist richtig, richtig cool. Ja. Und auch die Gewehre hatten so Nahkampfangriffe. Also eigentlich gibt es das. Warum hat man es nicht mehr drin gelassen? Ne? Vielleicht musste das einfach anderen Animationen weichen, die auf denen der Fokus höher war. Vielleicht so diese, bei dem Kristallhandschuh zum Beispiel, diese neuen Animationen. Es ist ja, glaube ich, mit Motion Capturing alles gemacht worden. Also sah halt auch dementsprechend auch gut aus, ne? Als wenn das jetzt irgendwie programmiert worden wäre. Und von daher finde ich auch schade, dass es da nicht irgendwie diese Animation wieder gab. Und zu dieser Frage oder zu dem Punkt hier als erlernbarer Melee-Kampfstil hätte ich auch cool gefunden, wenn man jetzt halt mehr so auf Speerkampf, also wenn es Speerkampf nochmal oder Stabkampf nochmal so als eigene Richtung gegeben hätte, über vielleicht als spezieller Voodoo, Kampfstil, den man noch hätte erlernen können für den Nahkampf oder so. Definitiv. Ja, hätte mir auch gefallen. Also das wäre zum Beispiel auch eine Sache, dass zum Beispiel, je nachdem welcher Fraktion man angehörig ist, dass man dann auch nur diese Sachen lernen kann. Genau. Das hätte einen sehr großen Wiederspielwert gehabt. Genau, genau. Richtig. Hat's ja auch vorhin schon mal angeschnitten, ne, mit den verschiedenen Waffentypen. Mhm. Ne? Also das wäre schon, wär schon cool gewesen. Ja, vieles davon haben wir ja schon auch ein bisschen angesprochen, aber ja. Genau. Eine sichtbare Ausdauerleistung und levelbare Ausdauer zum Sprinten sowie Ausdauerverlust im Kampf. Warte mal, ich muss gerade. In Risen 1 gab's das auch nicht, nein. Also ich find's nicht schlecht, wenn es Ausdauer gibt. Das beschützt einen vor diesem, ich spam einfach drauf und klicke einfach die linke Maustaste, bis der Gegner tot ist. Da musst du ein bisschen taktischer an die Sache rangehen. Das kann helfen, aber man könnte es auch optional machen wie bei Elex. Da kann man die Ausdauer auch komplett ausstellen. Das finde ich auch gut. Das wäre halt so ein Punkt für Individualisierung des Spielerlebnisses. Da bin ich auch immer ein großer Fan von, gerade was so Thema Schwierigkeitsgrad angeht, dass man sich den auch selber ein bisschen regulieren kann für sein eigenes perfektes Spielerlebnis. Also von daher, wenn man das, wie gesagt, sich einstellen kann, bin ich da auch total für oder total gegen, je nachdem, wie ich halt Bock habe. Also passt ganz gut. Visuelle Veränderung des Helden abhängig vom derzeitigen Charakterzug. Das hast du ja auch schon angesprochen. Haben wir ja schon angedeutet eben, ja. Genau, wenn man halt jetzt zum Beispiel böser ist, dass man das auch mehr sieht und wenn man halt eher positiver ist, dass man halt auch eine kräftigere Aura, positivere Aura hat, mehr lächelt, vielleicht in Dialogen und so Sachen, ja.
Definitiv. Schau, du bist so ganz nett und grinst einfach immer. Auch wenn der Gegenüber dich eigentlich gerade total beleidigt. So. Du kannst nur nett antworten. Ich mag dich trotzdem. Ich hasse dich. Der Akrobatiksprung aus Gothic 1. Alter, den würde ich gerne in jedem Piranha-Bite spielen. Ja. Einfach nur, damit mir Leute in die Kommentare schreiben können, kommst du dir nicht eigentlich dumm vor, wenn du so viel springst? Springst du eigentlich immer so viel? Dann höre ich jetzt auf, das Let's Play zu gucken. Weißt du, wie oft ich das schon gelesen habe? Okay, das ist traurig. Das ist aber so witzig, dass sich Leute daran stören. Ich liebe den Akrobatiksprung und ich fand's schade, dass er auch in Gothic 3, stell dir mal vor, in Gothic 3 bei der riesen Spielwelt. Wie geil das da gewesen wäre. Da stelle ich mir den Sprung irgendwie ziemlich klobig vor. Weiß auch nicht mit der Engine und so. Aber ja. Boah, wäre vielleicht geil gewesen. Vielleicht gibt's da ja fürs Community Story Projekt Ideen, wer weiß. Aber ich muss zugeben, im Kampf hat mich das in Risen 2 schon extrem gestört, dass man während des Kampfes so eine Akrobatiksprung-Ausweichrolle machen kann. Das fand ich so. Also, so unnötig. Ich hätte es einfach so gefeiert, wenn man einfach wie in Risen 1 so einen Ausfallschritt halt machen würde. Ja, viel realistischer als ich. Ich meine, wenn ich Geralt von Riva spielen will, dann spiele ich Witcher. So, dann, ja, dann lebe ich auch mit so einer Ausweichrolle. Und weißt Geralt du, hatte auch Ausweichsprünge einfach zur Seite, so ja, seitliche, genau. Ne, so Schwenker. Und das finde ich auch besser als dieses extreme, ich muss immer rollen. Ja. Weil so bei Spielen wie Dark Souls und so, da passt das. Und je nachdem, was für ein Equipment du trägst, hast du auch eine schwerere Rolle oder halt nicht. Ne? Ja. Aber ich fand das auch ein bisschen blöd. Ja, ja. Aber so prinzipiell der normale Akrobatiksprung ohne Kampf geschehen, hätte ich jetzt auf jeden Fall auch begrüßt. Ja. Schmieden wie ein Risen. Esse, Amboss, Wasserbottich, Schleifstein. Statt in einem einzelnen Menü. Ich glaube, da darf ich für uns beide sprechen, wenn das definitiv besser gewesen wäre, oder? Ja, das ist halt schön, wenn man diesen Arbeitsprozess durchgeht, ne? Ja. Ich finde, bei Risen 1 muss ich aber sagen, da hat es mir doch sehr lange gedauert. Also, wenn ich jetzt bei Gothic zum Beispiel das vergleiche, da gehe ich halt kurz an die Esse und dann gehe ich an Amboss. Da brauche ich den Wasserbottich gar nicht, ne? Und den Schleifstein auch nicht, bei Gothic. In bei Gothic 2, ja, genau. Ja, meine ich ja. Bei Gothic 1 konntest du ja eigentlich nicht so viel schmieden, außer es wurde reingemoddet. Da konntest du ja eigentlich nur ein grobes Schwert schmieden. Aber ich glaube, auch da musst du nicht an den Schleifstein. Doch, da musst du quasi wirklich mit einem Rohstahl zum Amboss, Feuer, dann hältst du es an Amboss, schmiedest das, dann hältst du es in Wasserbottich, dann hast du so eine Klinge oder so ein, also das Ding heißt einfach nur Klinge und mit der Klinge gehst du dann zum Schleifstein und dann erst kriegst du quasi das Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, so wie es in Gothic 2 ist, würde es mir auch reichen, weil das Problem ist, wenn du dann wirklich schmieden willst für Geld oder sowas, dann kommst du halt dazu, dass du da sehr lange stehen würdest und minutenlang Ingame-Zeit damit verbringst, immer wieder von Punkt zu laufen. Deswegen finde ich schon, wenn man zum Beispiel auch sowas hätte, wie du machst diesen Prozess einmal durch, aber du könntest es für mehrere Items auf einmal machen oder so. Okay, ja, verstehe ich definitiv. Ich muss sagen, ich hätte mir da sogar die Zeit dafür genommen, für genau solche Sachen. Wenn ich da Bock drauf habe, dann setze ich mich auch abends gerne hin. Weißt du, mach mir ein Wässerchen auf oder ein anderes nicht-alkoholisches Getränk. Oder mach alles dunkel, am besten bei mir im Büro. Und dann genieße ich das einfach. So, dann fühle ich das richtig. Da habe ich Bock drauf. Stell jetzt mal vor, im Let's Play. Ja, im Let's Play finde ich es dann weniger. Dann würde ich das wahrscheinlich eher meiden, weil es ist halt, ja, würde ich dann auch nicht so gerne machen. Aber wenn ich für mich privat spiele, dann genieße ich sowas. Dann kann ich das auch genießen. Okay, das stimmt. Privat spielen ist doch was anderes. So geht's mir zum Beispiel gerade, ne, hier einmal Werbung für wir zocken jetzt Skyrim. Ne, aber ich habe mich eine Folge so ein bisschen mit Verzauberung beschäftigt, weil ich habe ja die ganze Zeit schon Sachen entzaubert. Und ich wollte in einer Folge mal so ein bisschen schmieden, ein bisschen verzaubern, damit ich den Wert steige. Aber es dauert einfach lange. Wenn ich aber jetzt privat spielen würde, würde ich mich da auch eine Stunde abends hinsetzen und da einfach ganz Zeit craften. Und nebenbei einen Podcast hören oder so. Ja, aber genau. Wenn du im Let's Play bist oder sowas machst, dann passt das halt nicht so gut. Deswegen wäre auch cool, wenn man das irgendwie optional einfach einstellen könnte alles, ne? Das wäre auch wieder sehr geil, genau. Ja. genau, und erklärende leere Dialoge für jeden Skill, bräuchtest du sowas? Also ich mag das ja. Ja, okay. Weil ich finde es halt blöd, weil in Risen 3 ist es 1 zu 1 so, dann sagt so, ich will ein besserer Schwertkämpfer werden und dann sagt der andere, okay, ja, klasse, ne? Ja, oder wie in
Wo war das jetzt hier noch? Ich will schleichen lernen. Gut. Ja, genau. Ne, da gibt es einen Kommentar und das war's. Nee, das war in Final Gothic 1 halt auch sehr geil, dass dann dir Kavalon halt wirklich richtig erklärt, wie du halt in die Hocke gehst, damit du leiser bist und so. Oder Fingers erklärt dir genau, wie du einen Dietrich zu bedienen hast, um an die Kiste zu kommen und so. Das ist schon der ziemlich beste, geil. Der beste Dialog ist immer noch in Risen 1 bei Patty, wenn du bei ihr Akrobatik lernst. Dann sagt er, wie kann ich mich nach einem Sprung abrollen oder richtig abrollen? Dann sagt sie, wenn du einen Sprung machst, dann kannst du dich danach abrollen. Und das ist dann der Dialog. Nice. Gibt es ein noch nicht erwähntes Feature, welches ihr in Risen 3 vermisst? Ja, wir haben ja jetzt schon viel genannt. Ja. Und wir haben sicherlich auch viel vergessen. Ich neige mal dazu, bei diesen Sachen ganz viel zu vergessen. Ne? Ja, also ich es gibt Features, die ich aus Risen 3 gerne entfernt haben möchte, wie zum Beispiel diese komische Rolle im Kampf. Aber ja, es gibt halt super viel, was man da einfügen könnte. Eigentlich so ziemlich alles, was Gothic 1 ausgemacht hat. Oder Risen 1, so, das könnte man in Risen 3 einfügen, aber ja. Ja. Schon alleine das würde daraus ein besseres Spielerlebnis wahrscheinlich schaffen. Für Leute, die zumindest halt darauf Wert legen. Ne, es gibt ja, man muss ja immer auch davon ausgehen, dass es halt Leute gibt, die das halt gar nicht brauchen oder vielleicht auch gar nicht wollen. Ne, wir können ja immer nur von uns ausgehen, von unseren Spielerlebnissen, wie wir es von alten Pianemates-Spielen kennen, aber es gibt vielleicht auch ganz, ganz viele Spieler da draußen, die sind vielleicht erst mit Risen 2 oder 3 eingestiegen, die vermissen das ja gar nicht, weil sie es gar nicht kennen. Ne? Und die brauchen das dann vielleicht auch gar nicht. Ne? Angenommen, Piranha Bytes würde die soeben genannten Features alle für DLCs für je 2 Euro das Stück rausbringen. Welches würdet ihr euch davon holen? Weil es Piranha Bytes ist, würde ich mir alle holen. Aber eigentlich unterstütze ich sowas gar nicht. Also diese Bezahl-DLCs, die finde ich immer sowas von scheiße, muss ich sagen, ne? Mhm. In Spielen. Zum Beispiel bei Oblivion gab es damals die Pferderüstung. Wer sich erinnert, gegen Geld. Also so und so, weißt du, das sind so DLCs, die braucht eigentlich kein Mensch, ne? Ja. Witcher hat ja teilweise, nee, Witcher hat das kostenlos gebracht, ne? Diese diese anderen Optiken für Yennefer, Triss und sowas, ne? Oder hat das auch Geld gekostet? Ich glaube, die haben das kostenlos. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, dass es kostenlos oder quasi schon mit inbegriffen war bei Toussaint und bei Hearts of Stone. Aber da bin ich mir jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ganz ehrlich, Hearts of Stone hat auch nur 5 oder höchstens 10 Euro gekostet und du hast Spielzeit 20 Stunden oder das so. Das war mit die großartigsten DLCs in der Spielegeschichte. Ne? Ja, ist halt echt so. Also wirklich großartig. Aber weil es Piranha Bytes ist. Bei Piranha Bytes hat es bei mir so einen Sonderstatus. Da hole ich mir jedes Spiel sofort. Also auch Elex will ich mir natürlich vorbestellen. Ne? Also ja, ist klar. Völlig egal, wie hier gut oder schlecht das wird. Ich meine, die müssten schon was sehr, sehr, sehr Enttäuschendes machen, damit ich von denen so weggehe, sag ich mal. Ne? Ja. Und das nicht mehr unterstütze. Da kann ich mal kurz einen Side-Talk einstreuen. Ich habe neulich mal meine letzte Elex-Folge wieder gesehen, die ich damals gemacht habe. Und ich war so gefrustet, dass ich im Frust gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich mir Elex 2 holen werde. Da habe ich mich selber angeguckt im Spiegel und gesagt, lol, Alter. Ja, aber das ist auch etwas, was Leute dann in dem Moment viel zu, ehrlich auffassen, ne? Ja. Als ob das so ein richtig Gewicht hätte, was du da sagst in dem Moment. Aber wenn man in so einem Moment von dem Spiel genervt ist, dann neigt man dazu, alles Mögliche zu sagen. Zum Beispiel, als Beispiel, ich habe in meinem Velaya, ne, Let's Play gesagt, von der Mod Velaya, habe ich gesagt, ich glaube, ich werde Bennett jetzt in jedem Spielstand immer mit Cheats umbringen, weil ich ihn einfach hasse. Ne? Weil er einfach bei der Mod so ein Arschloch ist. Ja, ne? Ist auch. Und dann nimmt das Leute halt so ernst und sagen, das ist doch voll scheiße, jetzt habt ihr da diese Mod dein ganzes Spielerlebnis versaut, bitte nicht, Jürgen, so quasi, und nimm das so ernst. Und dabei ist es ja gar nicht so ernst gemeint. Selbst wenn man sowas sagt, boah, das Spiel kotzt mich an oder es nervt mich, das ist ja dann auch nicht so gemeint. Dann kotzt einen der Moment an, ne? Aber nicht das ganze Spiel. Und nach der Aufnahme ist auch wieder gut, ja. Und nach der Aufnahme trinkst du einen Kaffee und hast 2 Minuten später schon gar nicht mehr dran gedacht. Während ein anderer, der dann das sieht, denkt, oh nein, der hat jetzt Midlife-Crisis, deswegen. Ja. Ja, aber ich glaube, ich würde mir auch alle DLCs holen. Einfach, weil es halt Piranha Bytes ist und weil ich halt Björn und Jenny halt sehr schätze und das Studio halt. Und also das Studio hat mir so viel in meiner Kindheit gegeben mit Gothic so und alleine deshalb würde ich dafür immer Geld dafür bezahlen. Ja, auf jeden Fall. Ja, weiteres. Achso, oder willst du es mal? Ja, ich war ja schon länger nicht mehr dran. Ja. Weiteres. Angenommen, Risen und Gothic spielen im gleichen Universum. Was sie tun. Was Koga immer noch nicht glaubt. Glaubt ihr, Wasserechsen sind näher mit Lurkern oder mit Echsenmenschen verwandt? Eher mit Ghoulen, würde ich sagen.
ja, weil sie haben halt den Skin von einem Ghoul. Aber sie, also wenn du dir die anguckst, die sehen schon für mich eher nach so einem Lurker aus. Ja, ja, nach so einem kleinen, durchtrainierten, humanoideren Lurker. Durchtrainierter Lurker, so 100 Kilo Handelbank. Pass auf, es gibt ja in auf Taran, es gibt ja so einen kleinen See mit so einem Wasserfall. Hinter dem Wasserfall, da ist einfach so eine richtige Pumperbude, Alter. Ah, da fällt mir gerade ein, wenig cool fand, weil du gerade diese Stelle ansprichst mit dem Wasserfall. Da ist ja eine Höhle dahinter. Und da sind Kobolde drin. Kobolde fand ich vom Gegnerdesign voll cool. Irgendwie mochte ich die, weil die so kleine, fiese Leute waren. Die hatten so kleine Schusswaffen einmal angeschossen. Die mochte ich irgendwie. Ja, ich fand Kobolde einfach die neue Inkarnation eines Goblins. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich mochte ich sie deshalb, weil Goblins mochte ich. Weil die Gnome, die Gnome haben halt ihren Status als Goblins verloren in Risen 3, weil es halt einfach wie quasi eher wie Menschen funktioniert haben vom Stil her. Und dann brauchte man quasi so einen neuen Ersatz für die Gnome oder für die Goblins und hat mal die Kobolde quasi implementiert. Ja. Ja. Aber das haben ja viele Mods dann auch schon anders gemacht, wo es dann sprechende Goblins gab. Ne? Ja, genau. Ja, das, ja, Velaya war ja, glaube ich, so ziemlich mit das beste Beispiel dafür. Ja, oder halt deutlich Swamp, ne? Ja, 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 stimmt, auf jeden Fall, genau. Ja. Risen 3 und dessen Beziehung zur Gothic-Reihe. Risen 3 bietet zahlreiche gewollte und unabsichtliche Parallelen zur Gothic-Reihe. Dazu ein paar Fragen. Direkte Anspielungen. Sind folgende Anspielungen gelungen, unnötig oder hätten auf eine andere Weise geschehen sollen? Kyle in der Bastion der Dämonenjäger. Ja, das hatten wir heute auch schon angeschnitten, also diese ganzen Anspielungen auf die Gothic-Reihe, ich sehe das halt auch eher als großes Easter Egg und als kleines Nice-to-Have, so, aber so richtig ernst genommen hatte ich das jetzt auch nicht. Es war so ein Schmunzelmoment, aber dann habe ich halt auch einfach weitergemacht. Und das gilt eigentlich so ziemlich für alle Charaktere, namentlich, die halt in der Risen 3-Welt nochmal vorkommen. Vor allen Dingen, Kyle hat in der Bastion absolut keinen Sinn gemacht, weil da oben sind gar keine Menschen durchgegangen. Weil auf der anderen Seite war eine Sackgasse, wo ein Lager war. Ja. Und dann war seine Hütte dazwischen. Und das hat nicht mehr gepasst. Wäre der genau beim Eingang gewesen oder so, ne? Dann hätte ich gesagt, okay. Aber es war in dem ersten Moment, wo ich das gespielt habe, dachte ich so, wow, das ist doch der aus Gothic. Ich habe mich gefreut. Und es war aber sogar derselbe Synchronsprecher, meine ich. Genau derselbe, ja. Aber, naja, es war halt einmal ein Gag. Ja, wenn es dafür reicht, dann ja, okay. Matt zum Beispiel, auch das, da hätte man sich natürlich gefreut, wenn es wieder Joachim Pütz vertont hätte, ja, der Originalsprecher. Weil der andere Sprecher hat es auch nicht schlecht gemacht, ne? Aber Matt ist halt Matt, ne? So, und ist ein nettes Feature, vielleicht auch für Leute, gerade die jetzt Matt aus Gothic 1 noch nicht kennen und dann haben sie hier so einen nervigen. Eine lustige Sache ist, dass man, dass die das eingebaut haben, dass man ihn immer wieder aus Versehen anvisiert hat im Kampf und ihn immer wieder geschlagen hat. Das haben die ja extra so gemacht. Und dann hat er sich immer darüber aufgeregt und dann hat der Held immer so Sachen gesagt wie, ja, pass doch auf und steh nicht im Weg rum. Das war ganz witzig. Aber und in Risen 3 hat er ja tatsächlich sogar mitgekämpft. In Gothic 1 kämpft er ja nicht mit. Ja, nö, er hat auch nicht mitgekämpft, er stand nur dabei. Er stand immer dabei und du konntest ihn anvisieren. Ja, er stand ja, genau, dabei. hast recht, ja, ist richtig. Und dann haben wir noch das Aussehen und Verhalten folgender Kreaturen. Scavenger, Drachensnapper und Snapper. Also Scavenger kann ich mit leben. Drachensnapper und Snapper haben absolut nichts mit den ursprünglichen Drachensnappern und Snappern zu tun. Gerade die Snapper nicht. Die gab es auch nur auf dieser DLC-Insel und diese hatten irgendwie so einen Wolfskopf. Ja, das fand ich auch sehr strange. Die Scavenger haben mich an die Scavenger aus Gothic 3 erinnert. So eher so, also eher mehr Stil Richtung Federvieh. Ja, fand ich okay, aber das hast du halt nebenher wahrgenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich über Kila gestreift bin und dann Scavenger gesehen habe, ich gesagt, boah, Alter, ich bin jetzt hier auch irgendwo auf Kurines gerade oder so. Ja, also so ist es natürlich nicht, ne? Ja. Ja, dann hatten wir es auch gerade schon angeschnitten, Thema Goblins und Kobolde. Im Englischen tragen die Goblins in Risen 3 ihren normalen Namen. Im Deutschen haben sich die Entwickler jedoch dazu entschieden, die neue Übersetzung Kobolde statt wie damals noch in Gothic den englischen Namen Goblins zu nehmen. Was denkt ihr, waren die Gründe hinter der Umbenennung? Wollte man sich hier absichtlich von dem im Aussehen und Verhalten recht ähnlichen Gothic Goblins distanzieren? Ich distanziere mich von Goblins. weiß nicht, ich glaube, die wollten einfach nur so ein Gegenspieler halt haben für die Gnome, ne? Ja. Weil da waren die ja da, auch in diesem DLC. Mhm. Und Kobolde war halt, klingt halt
mal anders. Ne? Und die sahen auch nicht aus, also sie sahen schon wie Goblins aus, aber auch nicht wie die Gothic Goblins. Die in der Grafik hätten noch mal anders ausgesehen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil die haben ja so spitze Ohren gehabt auch, ne? So größere spitze Ohren wie so, ne? Und so ganz andere Gesichter, als man das von und den Goblins so kleinen, kennt. Dicken Bauch und dünne Ärmchen und so. Ja, das war voll witzig, so kleine Bierbäuche. Ja, genau. Deshalb passt der Name Kobold wahrscheinlich eher als Goblin. Ja. Weil, aber mich hätte es auch nicht gewundert, wenn die Goblins geheißen hätten, weil wir hatten ja dieses Beispiel mit Snappern und Scavengern, ja, und so. Stimmt, also das eigentlich. Hätte mich auch nicht mehr gewundert, wenn die auch Goblins gehießen hätten. Ich deshalb weiß nicht, das die Frage, ob man sich versucht hätte, da von dem Goblins aus Gothic zu distanzieren, ist ein bisschen überflüssig, weil man hat es ja bei den anderen Kreaturen ja nicht gemacht. Also. Man hätte, was ist Scavenger eigentlich übersetzt? Ist Scavenger nicht eigentlich jemand, der im Dreck irgendwie sucht oder im Müll? Ja, da gibt's in Filmen und Serien gibt's auch so, ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Film oder Serie ich das schon mal gehört hatte, aber es gibt auch irgendwo eine Gruppierung, die heißt auch die Scavenger. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube The Walking Dead, aber ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Schreibt's vielleicht mal in die Kommentare, wenn das gerade ist. Snapper heißt einfach Schnapper. ja, genau. Der Drachenschnapper. Ja. Nee, also, wie gesagt, das mit den Kobolden, ich fand das ganz cool, dass man einfach auch so eine Goblin-ähnliche Fraktion wieder, oder was heißt Fraktion, aber so eine Antagonistengruppe wieder drin hatte. Vielleicht erleben wir noch in den zukünftigen Piranha-Bytes-Spielen so eine richtig große Diversität, wo man dann Goblins spielen kann, Kobolde, Orks, alles Mögliche. Ja, so wie bei Skyrim, dass du so ganz viele Völker hast. Genau. Das nächste Spiel wird dann quasi so ein Rothic, also quasi so eine Kombination aus Risen und Gothic, und dann spielst du halt tatsächlich in dieser Welt, wo alle Welten aus Gothic und Risen kombiniert sind, und dann hast du es halt auch wie bei Skyrim oder Elder Scrolls allgemein, dass du halt am Anfang des Spiels wählen kannst, bist du jetzt ein Goblin, bist du ein Kobold, bist du ein Echsenmensch. Also ich würde das sogar feiern. Oder ein Ork, ja. Das könnte sogar ein MMO werden. Also ich würde es definitiv spielen, ne, um mir eine Meinung zu bilden. Aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein kleines Gedankenspiel. Mach du. Margolot und Minecrawler. Der Margolot-Bosskampf scheint zumindest teilweise inspiriert von der Minecrawler-Königin in Gothic 1 zu sein. Aber welche Rückschlüsse und Features könnte sich das Gothic-Remake vom Aussehen und Gameplay-Design Margolots abschauen? Bitte gar keins. Ich hoffe auch gar keins. Also der Margolot-Bosskampf. Margolot an sich hatte schon ein gruseliges Design. Ne? Mhm. Sie war so verwachsen irgendwie so in ihrer, weiß nicht, in dieser Höhle, aber das wirkt auch alles, als ob das organisch ist und sie mit dieser Höhle eingewachsen ist und nicht sich frei bewegen könnte. Was tut sie auch nicht. Sie kann halt so angreifen ein bisschen und ruft auch andere Spinnen dabei. Die Spinnen zum Beispiel sahen auch eigentlich cool aus und furchteinflößend, aber Minecrawler sind für mich doch was anderes und ich will gar nicht, dass sie irgendwie Rückschlüsse ziehen und sich daran orientieren. Ich will, dass sie was Eigenes machen. Sie müssen nicht immer das machen, genau wie immer. Sie müssen es vielleicht in dem Stil machen, aber weißt du, nicht einfach copy-pasten. Mhm. Ne? Und der Bosskampf steht für mich nicht auf der Liste für positive Bosskämpfe. Ne? Also ich muss auch sagen, diese Spinnen, also gerade auf Kila ist mir das bei meinem letzten Spielstand aufgefallen, diese Spinnen, die haben für mich weniger Ähnlichkeit mit Spinnen als mit irgendwelchen mutierten Insektenkrabben. Also für mich hat das wenig mit Spinnen zu tun. Also ich meine, gab's nicht so eine Klassifizierung, dass Spinnen mindestens 8 Beine haben müssen oder so? Damit haben sie wirklich Spinnen sind? Ich meine, die haben nur 6. Die haben auf jeder Seite nur 3. Und da hat auch der Chat damals im Livestream gesagt, das sind eigentlich keine Spinnen, das sind eigentlich irgendwas anderes Krabbelviechermäßiges, aber es sind eigentlich keine Spinnen so. Aber dadurch, dass sie halt Netze gesponnen haben, waren es halt im Endeffekt dann doch Spinnen, aber ja gut, anderes Thema. Ja, und der Bosskampf mit Margolot, also ich bin ja kein großer Fan von Spinnen, das hat man, glaube ich, in unserem Wir-Zocken-Noch-Projekt, sieht man das auch, glaube ich, dass ich mich da ein bisschen sträube, so, ich habe auch eine große Spinnenphobie, muss ich sagen, und deshalb erinnere ich mich da nicht so gerne dran zurück. Ja. So, Rückblick, oder willst du? Ja, Rückblick auf die Risen-Reihe. Fragen, welche die gesamte Risen-Trilogie umspannen. Ja, also wir sind jetzt nicht nur Fokus auf Risen 3, sondern wir nehmen jetzt auch die anderen Spiele ein bisschen mit rein. Die drei Spiele im Vergleich. Rankt die Intros, Tutorials der drei Spiele gern mit Begründung. Also quasi so eine Top 3. Aber mit Tutorials, was ist jetzt gemeint? Also die Spielszenen danach.
ja, die ersten, so die, ich sag mal, ne, bei Risen 2, bei Risen 3 war es ja zum Beispiel, du startest auf dieser Insel da und quasi, sobald du mit Bones da quatschst, ist das Tutorial quasi beendet. Dann ist es für mich wie in der Spielereihenfolge. Risen 1, 2, 3 in der Reihenfolge. Ja, hätte ich auch gesagt. Also, Gothic 1 hat ja davon gelebt, dass es halt nicht so viel erklärt, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Also, jeder Spieler. Die NPCs haben dir erklärt. Ja, genau, die NPCs haben es ja halt erklärt, genau. Und, aber die NPCs haben dir auch nicht erklärt, wie du die Steuerung bedienen musst. Das musstest du irgendwie selbst rausfinden. Nö. Und das hat halt damals den Reiz ausgemacht. Viele Spieler heutzutage, die aber neu einsteigen in dieses Genre, die sind das halt nicht gewohnt, die wollen halt gerne an die Hand genommen werden. Wenn man halt. Questmarker. Genau, Questmarker ist ein gutes Stichwort dafür. Ja, aber ich würde auch sagen, so Risen 1 fand ich richtig, richtig cool. Das, der Start war so mit dem Regen an diesem Strand, das war düster, du hast dich unwohl gefühlt, das war schon geil. Und in Risen 3 startest du halt an so einem karibischen Strand mit schönem Wetter im besten Fall und mit einer Schwester, die eine extrem hohe, also wo sich der Entwickler sehr ausgetobt hat bei der Brustweite und so. Das ist einfach was anderes. Ja, und Risen 2 warst du halt dann der alte Held, aber als Suffkopf und warst auf einmal der Inquisition anhörig, obwohl du da eigentlich vielleicht nie hingegangen bist. Ne? Einfach so eine Entscheidung, die dir weggenommen wurde von Haus aus. Finde ich blöd, sowas. Also ich finde das schön immer, wenn man das sowas macht wie bei Witcher 3, dass du einen alten Spielstand übernehmen kannst oder simulieren kannst. Ja, gut, zumindest das Simulieren wäre super. Das würdest du sagen, bei Elex 2 zum Beispiel, wenn das dann kommt, ne? Du kannst dann simulieren, bei welcher Fraktion warst du, ne? Ach so, eine Sache jetzt, wo wir Fraktionen sagen. Ich schon wieder eine Sache, die ich vergessen habe. Nochmal kurz einen Schwenker zurück. Es hat keine Auswirkungen auf die Story, welcher Fraktion man angehört. Und das haben viele Piranha-Beispiele das Problem. Ne? Beziehungsweise alle. Und das finde ich schade. Die Story ändert sich nicht, ne, im Grundkern, weil du einer Fraktion zugehörig bist. Und das finde ich schade, weil das würde auch den Wiederspielwert echt erhöhen, wenn andere Dinge passieren würden, andere NPCs vielleicht sterben, es andere Questverläufe gibt. Es gibt zum Beispiel bei Gothic 2 noch sehr viele andere Dialoge, wenn man einer anderen Fraktion angehört und vereinzelt Quests. Das gibt es zum Beispiel bei Risen 3 auch, etwas, was wir positiv noch nennen können. Je nachdem, welcher Fraktion du zugehörig bist, gibt es eigene Quests, die du sonst nicht sehen würdest. Das sind auch nur eine Handvoll, aber die gibt's. So, ne? Ja. Aber die Hauptstory ändert sich nicht. Und das ist schade. Finde ich aber tatsächlich aus meiner, also ich verstehe dich, ja, kein Thema, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, weil das ist halt, das kannst du halt als ein Piranha-Bytes-Studio und selbst die großen Studios, sowas wie The Witcher 3 hat ja auch eine Hauptstory. Ja, und The Witcher 3 hat auch keine Fraktion. Ja, das stimmt, aber bei so einem Studio wie Piranha-Bytes finde ich es nicht schlimm, dass man eine Story halt vorgibt, wo man in diesem Rahmen anfängt drin zu arbeiten. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich relativ gängig eigentlich. Und deshalb, also mich stört das überhaupt nicht so. Aber ich hätte es halt natürlich auch besser gefunden, wenn man in einer Fraktion beitritt, dass da noch viel mehr Nebenstorylines gibt, die man halt als in einer anderen Fraktion halt nicht hat. Aber das muss für mich nicht gleich bedeutend heißen, dass die Hauptstory sich damit ändert. Weiß so, ich nicht. Weil ich würde es schön finden, weil das würde das einen Wiederspielwert erhöhen und das wird die Hauptstory auf jeden Fall interessanter gestalten, als wenn du immer noch das Gleiche hast und die Hauptstory bei Risen 3 passt auch wieder auf den Bierdeckel. Also ich glaube, dass dafür braucht man ein anderes Konzept als das, was Piranha jetzt immer genutzt hat. Ich glaube, wenn man es jetzt für Elex 2 vielleicht hernimmt, da ist ja auch schon der Antagonist eigentlich festgelegt. Ne? Auch wenn wir es noch nie gespielt haben, aber wir wissen, dass es halt so eine außerirdische Kraft gibt, die da quasi auf die Erde kommt und die wird ja auch von irgendjemand angeführt werden. Vielleicht sind die ja nachher die Guten. Vielleicht, aber hat man halt nicht viel Spielraum. Da kann man vielleicht sagen, okay, im besten Falle kann man sich den anschließen und die Guten vernichten. Oder ja, man schließt sich den Guten an und vernichtet halt die Bösen. Aber was willst du da mehr machen? Ja, aber ich meine, mal angenommen, du bist Berserker, ne? Jetzt in Elex. Und du kannst dann Magie wirken. Das heißt, du hast Mana-Kraft und dadurch kann einer, wie diese außerirdischen Rasse, kann dann nicht auf deinen Elex im Körper so zugreifen, weil du auch die Macht des Mana hast. Ganz einfach hier zusammengespielt. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. So, aber es wäre eine Möglichkeit. Und dadurch ist ein anderer Storystrang ganz anders, ne? Als wenn du einer anderen Fraktion angehörst, weil da könnte man in einer gewissen Situation, wird man vielleicht gefangen genommen und wacht dann irgendwo anders auf oder dies und das passiert. Aber sowas gibt es ja nie bei Piranha-Bytes-Spielen. Die Hauptstory ist halt hat einen roten Faden und dem musst du lang gehen und es gibt keine wirklichen Abzweigungen. Und welcher Fraktion du dich angeschlossen hast, macht bis vielleicht auf ein paar Dialoge im Spiel gar keinen Unterschied sonst. Und ich weiß auch, was du meinst mit kleinem Studio und so, ja, aber
ist es ja nur, wir reden ja gerade nicht darüber, was Piranha Bytes jetzt unbedingt machen muss, sondern einfach nur, was ich gerne in einem Spiel hätte. Ne? Und ja. Aber ich finde das Beispiel mit Elex ganz gut. Also, ich meine, wir wissen, es gibt halt diesen Hybriden, ne? Von der quasi der Anführer ist, der Alps, die halt quasi die Welt halt erobern. Und da hat man es ja so gemacht, dass je nach Fraktion, der man sich angeschlossen hat, kann man ja auch den Hybriden entweder besiegen oder man kann den ja auch quasi mit Mana verwandeln, genau, so Sachen. Würde das für dich da trotzdem nicht mit reinfallen? Also, weil das Ende wäre ja trotzdem was anderes. Ja, das Ende. Aber ein unterschiedliches Ende hat ja so gesehen keine Auswirkungen. Also, außerdem hat das nichts mit der Fraktion an sich zu tun, sondern mit deinem, wie heißt das, Kältewert. Das hat nichts mit der Fraktion zu tun, was du gerade benannt hast in Elex. Okay, gut. Ich hätte jetzt gesagt, ich war in meinem ersten, okay. In meinem ersten Run war ich Kleriker und habe das mit dem Einpflanzen gemacht. Ah ja, okay. Und jetzt zum Beispiel war ich Berserker und habe den Hybriden umgebracht, weil mein Kältewert ganz niedrig war. Also ich war sehr warm. Und ja, also ich meine so, dass zwischendrin schon, während, ne, mal angenommen, du bist hättest in Gothic sowas wie einen Kältewert gehabt, in die Nacht des Raben. Und da hast du so ein, du bist so böse, dass du dich Raven anschließen kannst, beispielsweise. Ne? Oder du bist so böse, dass du, weiß nicht, ganz andere Dialoge mit den Drachen bekommst. Ne? Dass die Drachenkämpfe anders sind. Dass vielleicht Xardas am Ende, ne, schon doch dann auf Corinis bleibt und dich unterstützt, weil du einen gewissen Wert hast. Irgendwie sowas. Und wenn du halt sehr Innos-gefällig lebst, dann hast du vielleicht andere Unterstützer wie Paladin oder so, die in deine Quests mit eingebaut sind. Also nur jetzt mal ganz banale Beispiele. Ne? Finde ich sehr wild. Also positiv wild. Also es wäre schon krass, wenn das ein Spiel machen könnte, schaffen könnte. Da hätte ich jetzt aber super gerne einen Spieleentwickler dabei, der dazu jetzt vielleicht fachlich was sagen könnte, wie das ablaufen würde oder in welchem Maße sowas möglich oder unmöglich wäre. Aber Witcher 3 zum Beispiel, klar, Riesenstudio, aber das hat es ja gezeigt, dass sowas geht. Also mit verschiedenen Handlungsverläufen, selbst bei irgendwelchen Billo-Nebenquests, wo es mindestens 2-3 Möglichkeiten gab, diese abzuschließen. Ne? Ja, schon, aber also so wie ich das jetzt verstanden, wie du es jetzt mit Gothic 2 jetzt in dem Beispiel halt beschrieben hast, hast du ja ein ganz anderes Spielerlebnis, also ein ganz anderes Spiel. Eigentlich. Ja, ich meine, das ist ja nur jetzt auf die Hauptquest bezogen. Ne? Die Hauptquest. Ja, eben, deshalb. Ja, aber die Hauptquest ist ja nicht das ganze Spiel. Stell dir mal vor, bei einem Spiel wie Skyrim, da ist die Hauptquest das kürzeste an dem ganzen Spiel. Ja, ne? Ja, stimmt schon, aber wenn du sagst, du kannst dich Raven anschließen, dann hast du ja also dann ist ja alles, was danach folgen würde, dass die Suche nach dem Auge Innos und die Vernichtung der Drachen und die Versenkung von Ulrath würde ja gar nicht passieren, wenn du dich Raven vielleicht anschließt. Vielleicht ja doch, ne? Aber aus anderen Beweggründen oder anderen Storyabschnitten, dann verlässt du vielleicht teilweise Raven angehörig, aber dann passiert doch was, weil Raven dann doch die Macht für sich haben will und dich verraten. Dann kommst du da zum Zweikampf und du tötest den mehr aus machthaberischen Gründen und nicht aus, ich diene jetzt Innos und will das Richtige tun. Ne? Mhm. Weißt du, einfach als simple Idee jetzt nur. Ne? Okay, gut. Kann ich jetzt nicht so ganz folgen, aber ist auch nicht schlimm. Nein, aber ich meine, wenn, nur um das Beispiel mit Raven. Raven, du kannst dich ihm anschließen, aber dann willst du Raven stürzen und bringst ihn deshalb um. Ja. So, und dann stirbt Raven nicht, weil du ihn aus erster Linie für Innos töten willst oder weil er böse ist, sondern weil du die Macht haben willst. So, dann stirbt Raven deshalb. Aber dadurch, weil dann Bael ja so einen starken Schlag bekommen hat, geht es dann doch nicht mehr, sich ihn anzuschließen. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Aber der Endgegner wäre jetzt deshalb ja kein anderer. Also das Spielende wäre deshalb nicht anders. Nein, aber ich meine, das sind doch immer, eine Hauptquest ist ja nicht nur eine Quest, sondern viele Quests, die zusammengehören, die du machen musst. Ne? Ja, achso, also du redest jetzt gerade davon, dass der Weg zum Endgegner ist quasi, hat der verschiedene Verläufe, nachdem, Variationen, genau. Ja, okay, ja. Je okay. Nachdem, welcher Fraktion du angehörst, je nachdem, wie du spielst, welche Entscheidungen du während des Spiels triffst, ne, das fände ich schön, ne? Und also, dass das von Piranha Bytes nicht so umsetzbar vielleicht ist, das weiß ich auch, aber ich rede ja einfach nur darüber, was ich mir gerne wünschen würde. Ne? Weil wir reden ja auch immer aus diesem Zustand heraus, dass wir das, was wir an den Spielen haben, das kennen wir ja dann. Und dann wissen wir, das ist da. Und dann gucken wir, was kann man besser machen.
nach unserem Interesse. So, und darüber rede ich ja einfach. Und ich kann ja auch immer nur für mich reden. Du siehst ja Dinge auch ganz anders in manchen Punkten als ich, ne? Und unsere Zuschauer dann auch oder Zuhörer auch wieder. Ich würde das jetzt gerne skizzieren. Also ich würde jetzt gerne ein Blatt Papier nehmen und da jetzt drauf was malen, um dir zu erklären, wie ich das jetzt verstehe oder verstanden habe, wie du das jetzt gemeint hast. Aber es ist jetzt natürlich schlecht zu erklären irgendwie. Aber können wir am nächsten Podcast nochmal drauf eingehen. Sehr, ne? Sehr interessantes Thema. Also vielleicht hat die Zuhörerschaft da auch jetzt was jetzt gleich verstanden oder anders verstanden oder so, schreibt das jetzt gerne mal in die Kommentare. Das wird, also, weil ich habe es jetzt irgendwie ganz anders wahrscheinlich wahrgenommen, als du das jetzt irgendwie erklärt hast. Ja, vielleicht habe ich es auch nicht so günstig rübergebracht, kann ja auch sein. Nee, alles gut, vielleicht bin ich auch einfach nur schwer von Begriff heute, das kann ich mir auch gut vorstellen. Tag war lang. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir sind eigentlich, wir sind abgeschwiffen, weil du noch was anbringen wolltest. Nächster Punkt wäre jetzt hier die drei Spiele im Vergleich. Welches fandet ihr das innovativste Monster-Design, innovatives Monster-Design, Aussehen, Verhalten oder Einbindung in die Story, die ihr so zuvor noch nie gesehen habt, besonders im Rückblick auf Gothic? Ja, also so zuvor noch nie gesehen habt, ist vielleicht etwas übertrieben, aber auch da fand ich Risen 1 am besten. Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Gerade so die Grabmotten, klar, natürlich in gewisser Weise eine Anspielung auf die Blutfliegen, aber so vom Verhalten her war es halt schon ein bisschen anders. Die waren halt nicht nur irgendwie in Nassgebieten, auch wenn die da oft vorkamen. Ich denke zum Beispiel gerade bei Risen 1 an diesen Bauernhof, wo du über diese Holzsteg da musst, um Richtung Stadt zu kommen und so. Also, ja, fand ich bei Risen 1 schon stimmiger tatsächlich als bei Risen 3, weil du hast ja zum Beispiel auch das Beispiel mit den Steppern genannt. Die sahen einfach auch teilweise recht weird aus, ja. Ja, wirklich so alberne Dinger, die du gar nicht ernst nehmen kannst. Wenn so ein Ding kommt, dann würdest du eher lachen, anstatt dass du Angst hättest. Ja. Aber generell fand ich bei allen Spielen, es gab einfach zu wenig Gegner. Ja, genau. Da kann man es vielleicht gleich mit verbinden mit dem nächsten Punkt hier. Welches fandet ihr das beste Monster-Design? Also da würde ich jetzt auf Anhieb auch Risen 1 sagen. Ja, vor allen Dingen, es gab da wirklich coole Monster, wie zum Beispiel die Aschebestie, die auf diesem Risen 1-Trailer, da war die so interessant, im eigentlichen Spiel waren die da auch nicht mehr ganz so interessant, aber die sind halt ein cooles Design, so ein gorillaartiges Viech, was aber gar keine Augen hat und dich einfach nur wittern kann. Ne? Ja, das ist auch krass. Also, kommt vielleicht so ein bisschen Kombination aus Schattenläufer und Gorilla. Nee, nicht Windhund, sondern wie hießen diese Hunde in Gothic 1? Windhund. Ich kann grad Bluthund, genau, ja, richtig. Also so eine Kombi aus Bluthund und Schattenläufer einfach so ein bisschen. Fand ich cool. Welches war der beste Antagonist? Mendoza, Mara oder Nekrolot? Inquisitor Mendoza. Ja, klar. Weil Inquisitor Mendoza hatte eher mehr Tiefgang, der Charakter, als die anderen. Die anderen waren völlig uninteressant. Auch Mara fand ich absolut scheiße. Auch wenn sie Stahlbart umgebracht hat und so. Aber trotzdem, die, weiß ich nicht. Das waren noch gute, also für Piranha-Bytes-Verhältnisse, mit die besten Zwischensequenzen, die wir im Piranha-Bytes-Spiel bis jetzt gesehen haben, fand ich, bei Risen 2 sogar. Ne? Aber Inquisitor Mendoza hatte halt erstmal, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen von dem Sprecher, aber der Sprecher hat das so großartig gemacht. Wüsste ich jetzt auch gar nicht. Der ist auch neulich gestorben. Irgendwann. Oh Gott. Aber der hat ja zum Beispiel auch bei König der Löwen Scar gesprochen, ne? Das ist der gleiche Sprecher. Ja, genau. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Habe ich auch mal ein YouTube-Video gesehen. Der hat in Mendoza gesprochen. Ja, richtig. Ja. Und der hat ihm alleine so viel schon gegeben, ne? Ja, weil er so glaubwürdig rüberkam. Und in sein Design ist auch viel mehr Zeit eingeflossen als in andere Charaktere. Das sieht man auch. Deswegen ganz klar für mich Mendoza. Ja, bei Mara war es halt von Anfang an klar, dass sie halt der Antagonist ist. Und bei Nekrolot, ne, hat sie ja vorhin auch das Beispiel mit der Textbox schon gesagt. da hätte man sich auch eins und eins zusammenzählen können. Das musste man nicht mal sagen, dass der böse ist. Ja, und bei Mendoza, da hast du halt wirklich der hat viel mehr Screentime gehabt und du hast aber am Anfang wirklich gedacht, so, der ist halt auch gut eigentlich oder er hat eigentlich richtige Ziele, aber ist halt bereit, eine ganze Insel zu opfern. Das ist dann halt schon. Da tun sich zwischenmenschlich schon Abgründe auf und du musst halt schon dann, okay, entscheiden, will ich jetzt für den arbeiten oder will ich ihn eigentlich aufhalten? Ich meine, du musst ihn im Endeffekt aufhalten, aber ja. Fand ich auch besser umgesetzt. Okay. Dann haben wir. Soll ich? Oder? Ja, mach du. Mach ganz so. Ja. Evolution der Charaktere über die Risen-Spiele hinweg. Was haltet ihr von Aussehens, Voice-Acting und Verhaltensveränderungen der folgenden Charaktere? Dann sollen wir eins nach dem anderen machen? Nö, ich finde, das können wir jetzt alles zusammen gleich machen. Okay, und dann in welchem Spiel denkt ihr, ist der jeweilige Charakter am besten umgesetzt? Ist die Entwicklung in euren Augen sinnvoll, / angemessen? Shani.
Ja, also bei Shani kommt in Risen 2 das erste Mal vor, hatte dort, finde ich, auch eine gute Rolle, wichtige Rolle gehabt, als einer der wichtigen Companions, mit der man auch, die auch Vorteile hatte im Vergleich anderen Companions. Sie hat sich halt geheilt im Kampf, so, das war schon eine coole Sache und wie gesagt, mich hat's halt, ich fand die halt sehr, sehr nett und zuvorkommt, auch wenn die halt nicht viel gesprochen hat und vielleicht auch am Anfang sehr skeptisch war, aber in Risen 3 hat sie ja dann auch jetzt nicht mehr so eine wirklich große Rolle gespielt. Sie hat sich da schon weiterentwickelt im Vergleich zu Risen 2, ist da zu einer großen Anführerin quasi geworden, wenn man es halt so vergleichen möchte. Die Entwicklung sinnvoll, angemessen, würde ich sagen, ja. Aber leider zu wenig Screentime in Risen 3, hätte ich jetzt gesagt. Ich muss sagen, ich fand die, also ich fand alles eigentlich an Shani in Risen 2 sehr, sehr cool. Ja. Und ich mochte sie in 3 überhaupt nicht. Ich mochte ihren Auftritt nicht. Ich fand auch, sie war dann die große Voodoo-Priesterin da bei den Kila. Aber war ja eigentlich von den Chaganumbi, ne? Warum die dann auf einmal bei den Kilan war, wurde dann auch gar nicht erklärt. Da wollte man einfach nur wieder so, ja, Shani ist wieder dabei. Hat aber eigentlich so mit Shani gar nichts mehr zu tun, fand ich. Mhm. Weil auch andere Stimme, anderes Aussehen, weiß nicht. Ist nicht für mich Shani gewesen. Okay. Und Shani in Risen 2 mochte ich sehr, sehr gern. Ja, ja, okay. Patty. Patty, ja, also Risen 1 war sie halt so eine, sie wirkte tough, so mit ihrer Kneipe in der Hafenstadt dort und hat nicht so am Anfang nicht so rausgerückt mit ihren Schätzen da von ihrem Vater, weil die meisten waren halt irgendwelche Schwätzer, die ihr halt blau vom Himmel versprochen haben, aber niemand hat geliefert. So, dann kam halt der Held und dann hat sie sich dem Helden ja dann doch offenbart so ein bisschen so und ein bisschen Familien-Knowledge gedroppt. In Risen 2... Du kannst das auch alles skippen sogar, ne? Wie bitte? Das geht. Du kannst das sogar alles skippen in Risen 1. Du musst dir den Scheiß gar nicht anhören. Du kannst auch sagen, gib mir das Gold, ich will nichts mehr wissen. Das geht. Ja, finde ich gut, dass man die Entscheidung dazu hat. Finde ich ja wichtig. Ja. Ne? Und in Risen 2 hat man dann versucht, natürlich gerade durch die Piratenthematik da einen großen Hauptfokus auf sie zu setzen. Und Stahlbart natürlich so, da ist sie ja wirklich zu einem richtigen Hauptcharakter geworden. Das war ja in Risen 1 eher weniger der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie das Feedback damals nach Risen 1 war, dass die Community damals vielleicht gesagt hat, boah ja, Patty total toll. Und Piranha Bytes hat dann gesagt, alles klar, das ist ein weiterer Punkt, der sich für ein Piraten-Setting vielleicht ausspricht, wer weiß. Ich glaube, die fanden die selbst toll. Kann auch sein. Aber da war sie schon sehr viel zickiger und sehr viel bitchiger, sag ich jetzt mal. Und hat sich schon so rumkommandiert. Ja, in Risen 1 schon komplett scheiße. Nein, in Risen 1 war es halt, fand ich es noch okay, in einem okay Rahmen, aber ab Risen 2 stand der Held halt völlig unter dem Pantoffel. Also, hat mich dann auch genervt und in Risen 3, naja, da war es halt, das Verhältnis war halt anders, war es halt der Bruder und nicht mehr der Freund. Und, aber ja, in Risen 3 hat sie halt auch nicht mehr so eine große Bedeutung gehabt, meiner Meinung nach. Ja, also Risen 3 kann man komplett in die Tonne treten. Risen 1 mochte ich sie schon nicht und Risen 2 hat sie mir optisch am besten gefallen. mehr brauche ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil der Rest hast du schon gesagt. Ja, ja. Ja. Na, dann machen wir Ur-Sigurd. Haben wir eigentlich auch schon vorhin drüber geredet. Also Ur-Sigurd ist so gesehen eigentlich ein interessanter Charakter, aber man hat sehr viele Fragen, die nie beantwortet werden. Also ist sein Auftritt in Risen 3, naja, hätte man sich auch sparen können, weil nichts beantwortet wird. Das stimmt. Ich meine, er ist halt ein Geist. Also er war ja schon immer tot gewesen, schon in Risen 1. Fand ich aber geil, dass man in Risen 1 ihn so treffen konnte, quasi als Wächter des Feuertitans, mehr oder weniger. Und sein Auftreten, also seine Stimme ist ja in Risen 3 ähnlich wieder, aber so sein Aussehen war total anders in der Geisterwelt in Risen 3, weil er da auf einmal irgendwie viel größer und breiter wirkte, eine andere Rüstung trug. Das fand ich ein bisschen schade. Ich fand's auch, er war auf einmal 3 Meter groß. Ja, genau, habe ich nicht verstanden, warum. Und ich habe mich auch geärgert, dass er halt nicht, dass man nicht mehr mit ihm sprechen konnte. Ich meine, das wäre so eine geile Möglichkeit gewesen, erstmal ein bisschen Hintergrundwissen zu dieser ganzen Spielwelt nochmal zu etablieren. Und das hat man einfach versäumt, muss man so sagen, wie es ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, sehr, sehr, sehr schade. Fand ich auch sehr schade. Weil gerade solche Charakter, so hat das, man hat ihn ja sinnvoll integriert in dieser Geisterwelt. Das macht ja auch Sinn, dass er dort ist, weißt du? Er ist ja tot, er ist ja in der Geisterwelt. So, da hätte man doch wenigstens das ausnutzen können, gerade für Spieler, die Risen 1 gemocht haben, die Spieler dort abzuholen an der Stelle. Und das hat man einfach nicht geschafft. Ich mich auch nicht, weil man hat sich erst gefreut, aber dann im Nachhinein, wenn man gesehen hat, was er gesagt hat, dann auf einmal nicht mehr, weil nichts beantwortet wurde. Und diese Hilfe, die einem da gibt, ist auch lächerlich. Und Ismael,
hat man nie gesehen, weiß gar nicht, wer das ist, der ist auf einmal in Risen 2 aufgetaucht, den hätte man vielleicht auch in die Geisterwelt holen können, da hätte man mit den beiden reden können und sich vielleicht von einem von den beiden auch entscheiden können, wer einem hilft oder irgendwie sowas. Und da hätte man auch irgendwelche Special-Fähigkeiten bekommen können oder sowas. Ja, das wäre wenn die so die Leitgeister von einem oder was auch immer. Ja, genau. Das, so das Ursigor so auf ein Schiff anheuern, Mann. Ja, Mann. Also, und da steht einfach so, so ein 3-Meter-Brecher am Bord, weißt du, so in der Hand. Dann gehst du mit dem durch die Stadt und redest mit Leuten, dann mischt er sich in so ein Gespräch ein. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich auch schon immer stört. So, du hast einen Geister dabei, ne, wie Mendoza. Ja. Und dann mischt der Geist sich ein und dann sagen die anderen so: Sag deinem Geisterfreund, dass er nicht so rumjammern soll oder irgendwie so. Und dann denke ich mir so: Ist das normal, dass man Geister dabei hat, so in der Risen-Welt eigentlich? Mhm. Dafür hätte es mehr Geister geben müssen, damit das normal wäre. Ja. Naja, Eldrick. Ja, Eldrick. Eigentlich war Eldrick, ich meine, Bodo Henkel macht seine Arbeit immer super und vertont die gut, aber Eldrick hatte in Risen 1 auch schon keinen Tiefgang. In Risen 2 dann noch weniger und in Risen 3 fand ich ihn absolut scheiße. Da war er total überflüssig. Also, ja, es ist eine schwierige Mission. Ja, unabhängig von dem Synchronsprecher. Also, ja, klar, kann man, braucht man nicht drüber reden, das war unnötig. Aber ich meine, er hat in Risen 1 und 2 kam nie ein Wort von ihm zum Thema Dämonenjäger. Ich glaube, in Risen 2 war er auch nur per DLC dabei. Ja, und da hat er so komische Gargoyles gejagt, das war das schlimmste DLC. Genau. Ever. Ja, habe ich auch nicht kapiert. In Risen 1 fand ich noch okay, ja, dass er da so ein Eremit ist. In Risen 1 war er okay, aber auch da hat er so wenig gemacht. So, weißt du, du kommst am Ende zu ihm, hast alle Rüstungsteile gesammelt und sagst zu ihm: Hier, ich habe diese Rüstung. Und dann solltest du nicht zu einem Schmied gehen? Und dann so: Ja, komm her, ich gehe an meinen Schrein, mach die fertig und dann sagt er viel Glück. Ja. Fertig. Ja. Ja. Cool. Carlos. Ja, Carlos, war ein okayer Risen 1 Charakter, fand ich. War ganz okay. Aber halt auch dieses typische am Ende, wenn man seine Hilfe braucht, hat auch gesagt, hier hast du ein paar Spruchrollen. Und dann in Risen 2 hatte er dann eine größere Rolle, aber obwohl hatte er wirklich eine größere Rolle, so viel Screentime hatte er auch nicht. Ne? Also ich bin mir nicht mal sicher, ob der Carlos aus dem zweiten und dritten Teil überhaupt der Carlos aus dem ersten Teil sein soll. Ja, das aber bei vielen. Die haben viele ähnliche Namen da. Ja. Ne? Weil es gibt auch so einen Severin, ob der Severin aus Risen 1 ist, weißt du dann auch nicht. Ne? Der war vorher eine Wache, ist jetzt wieder eine Wache. Aber ja, also ich glaube schon, dass es der gleiche sein soll, aber die haben eigentlich alle auch nicht mehr viel miteinander zu tun. Ja, das ist halt immer schwierig zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich der gleiche also der ist oder Risen nicht. Der aus Risen 2 und 3 ist auf jeden Fall der gleiche, aber der aus Risen 1, ja, doch müsste der gleiche sein, aber ja. Ist ganz schön fett geworden. Ja. Ich hoffe, das könntest du sagen. Warum ist er eigentlich so dick? Ja, der Stress des Krieges hat mir zugesetzt. Ich müsste mal so eine schlechte Synchro machen und dann so alles selber vertonen. Sag mal, Carlos, warum ist er eigentlich so dick? Das wäre eigentlich was für ein Sketch, so der Held und Xalas reden so nach Götterdämmerung quasi irgendwie im Traum. Können wir mal machen. Und wir können das mal neu synchronisieren. Ja, lass mal machen. Jeder spricht einen ein und dann machen wir auch einfach so richtig das Spontanste, was uns einfällt, damit es nicht richtig schlecht wird. Ja. Boah, da hast du Bock drauf. Lass uns mal im Angriff nehmen. Ja, Bones. Ja, weil Inquisitor Mendoza haben wir ja schon drüber geredet. Ja, genau. Ne? Ja, ja, Bones. Bones in Risen 2 mochte ich gar nicht. In Risen 2, weil du hast ihn ja am Ende da in diesem komischen Dorf getroffen, bei den, habe ich schon vergessen, wie die heißen. Ja, ich habe leider auch das Dorf vergessen, aber Mochte ihn da nicht, Bones in Risen 2 und in Risen 3 war er dann sympathischer. Ich meine, er war von Anfang an einer der wichtigsten Crewmitglieder, er hat einen zum Leben erweckt. Ja. Er hat einen unterstützt die ganze Zeit, hatte mal hier und da nette Sprüche, aber so gesehen, ja, weiß ich nicht. Ja, also ich fand das auch nach dem dritten Mal aus deinem Fell mache ich mir eine Mütze, hat mich da auch angekotzt. Also war schon alleine so, gut für mich, einen anderen Companion zu nehmen. So, am Ende des Let's Plays hat er einfach so 100.000 Mützen. So einen Mützenshop. Ja, Mann, also da hätte man, ich weiß nicht, der Sprecher kann da ja gar nichts dafür, der hat auch sein Bestes gegeben so und ich fand das auch okay, aber ja, Tiefgang und so ist immer ein schwieriges Thema bei Piranha Bytes, ja. Ja, bei den Helden haben wir schon genug gesagt, glaube ich. Genau. Ne? Und noch mögliche Gründe für diese ganzen Änderungen. Ne?
Also, da kann man ja auch nur spekulieren, warum die jetzt andere Synchronsprecher haben, ne? Vielleicht keine Zeit, ne? Und generell weiß ich nicht. Also, ich finde, im Risen 3 wirkt es am Ende auch so, dass sie viele Ambitionen hatten und dann am Ende wieder siehst, ja, wir haben Zeitdruck, wir müssen das irgendwie fertig machen. So wirkt es für mich. Ja, was sehr schade ist, und vielleicht ist es auch ein Budgetthema, kann auch immer sein, und wenn der Publisher Druck macht so oder halt sagt, nee, das könnt ihr nicht machen oder das müsst ihr noch irgendwie einbauen, dann verwässert das halt auch so ein bisschen das Spielerlebnis. Und ich habe die Hoffnung, dass das bei Elex 2 nicht ist. Ich hoffe, dass THQ Piranha Bytes bei Elex 2 komplette Narrenfreiheit gibt, dass sie halt auch wirklich mal das machen können, was sie sich auch mal vornehmen. Mit einem größeren Budget, im besten Fall mit ein paar Entwicklern mehr und ohne Druck. Hoffe ich zumindest, dass dann, ja, was dabei rumkommt, was nicht mit Risen 3 vergleichbar ist. Ja. Ja, haben wir jetzt schon fast 2 Stunden, aber wir ziehen das jetzt hier noch durch auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch zum lockeren Ausklang des Podcasts noch ein Quickfire und ein Fuck, Marry, Kill und ein Who Would Win Themenbereich. Sehr geil, freue ich mich drauf. Habe ich auch Bock. Ja. Wie gesagt, noch, ja, aber bevor wir das noch anfangen, gerne schreibt eure Meinung, eure ausführlichen Kommentare, wenn ihr Bock habt, schreibt die mal gerne unter dem Podcast oder halt auf Discord, ne? Genau. Da schauen wir uns rein, vielleicht gibt es auch einige Dinge, die wir jetzt ganz vergessen haben anzusprechen, was aber ihr noch auf dem Herzen habt, also, ne, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Definitely. Ja, Quickfire erstmal. Okay. Machen wir es abwechselnd? Ja. Okay, dann fange ich an. Warte mal, abwechselnd von den den einzelnen Punkten. Ja, also ich lese jetzt das erste vor, du das zweite und so weiter. Achso, ich dachte, ich lese jetzt Fuck, Marry, Kill vor dann, aber nee, so die Punkte machen wir abwechselnd, hätte ich gesagt. Okay, ja. Okay, Voodoo, Runen oder Kristallmagie? Kristallmagie. Definitiv, bin ich auch dabei. Kristallmagie, gibt nichts Besseres. Feuer, Erd oder Kristalltitan? Da fand ich Kristalltitan sehr spannend. Ich weiß nicht, ich mochte irgendwie den Erdtitan auch. Alleine so optisch, weil er so riesig war. Ja, stimmt. So, und die Zwischensequenz beim Erdtitan habe ich gut in Erinnerung. Ja, okay. Ja, stimmt, hast auch recht. Auch wenn der Bosskampf scheiße war. Aber so an sich, die Zwischensequenz war ganz nett. Okay. Jafar oder Mendoza in der Crew? Charakterzug gut oder böse? Also ich nehme, glaube ich, Mendoza. Ich würde auf jeden Fall bei Jafar bleiben, weil Jafar ist mir einfach sympathischer. Hab keinen Bock, mich von Mendoza jeden Tag irgendwie voll meckern zu lassen, dass ich mich umbringen soll. Mützen basteln mit Bones oder Diebesnachhilfe mit Jafar? Also ich würde auf jeden Fall Mützen mit Bones basteln. Ich brauche irgendein Hobby nebenher, neben Kämpfen und Stress, was mich ein bisschen beruhigt. Also Bones holt die heute und du machst die Mützen. Wir machen beide die Mützen, würde ich sagen. ja, bin ich, glaube ich, auch dabei. Okay. Achso, jetzt bin ich dran. Saufgelage mit den Jungs von Buß oder Festmahl mit Lumbrock. Es gibt exquisiten Käse, schmackhaften Schinken, zarte Muscheln und aromatischen Wein. Also ich glaube, ich würde mich eher mit Buß und den Jungs besaufen, bevor ich mit so einem Lumbrock mich da an so einen Tisch setze mit diesen eingebildeten Schnösel. Nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Boah, ich muss sagen, die Wahl fällt schwierig, weil ich muss zugeben, so ich hatte Bock auf Schinken und Käse und Weinmuscheln jetzt. Ja, aber das kannst du dir auch am Strand reinknallen. Und wenn du gesoffen hast, schmeckt es noch besser. Ja gut, wenn das ja hier vorgegeben wäre, hätte ich das auch gemacht, aber wenn es jetzt nur ein Saufgelage ist, dann ja, wahrscheinlich würde ich aber auch eher das Saufgelage. Weil Lumbrock ist einfach so ein Unsympath. Ja, wenn er nett zu dir ist, vielleicht ja nicht. Ja, aber er ist ja nicht nett zu dir. Ja, aber wenn das wäre... Er würde dich auch niemals zu so einem Festmahl einladen. Nee, würde er auch nicht. Deswegen, naja. Wahrscheinlich würde er dich die ganze Zeit böse angucken, wenn du seinen Käse isst. Creepy. Achso, ich bin dran. Mhm. Wo wärt ihr lieber gestrandet? Im verbotenen Gebiet auf Kila, Tor ist zu, Charny weg, oder auf der Nebelinsel? Ja, ganz klar auf der Nebelinsel. Ja, ich war auch auf der Nebelinsel. Ja. So. Genau. Ja. Jetzt kommen wir zum Fuck, Marry, Kill. Da muss ich am Anfang fragen, was das ist, weil ich habe den Sinn nicht verstanden. Aber Jorgenson, erklär doch mal, was ist das? Also bei Fuck, Marry, Kill gibt es 3 Personen und eine davon sucht ihr euch aus, die ihr heiraten würdet, eine, die ihr umbringen würdet und eine, mit der ihr in die Kiste gehen würdet. Ja, dann haben wir jetzt hier 3 Punkte. Der erste Punkt ist Patty aus Risen 1, Patty aus Risen 2 oder Patty aus Risen 3. Also für mich steht schon fest, dass ich mit der Patty aus Risen 2 würde ich schlafen. Auf jeden Fall, die gefällt mir optisch am besten. Aha. Mit der Patty aus Risen 3. Boah, irgendwie hat die. Warte, ich weiß gar nicht mehr. Welche waren nerviger? Die aus 1 oder aus 3?
Ich fand die aus der 2 ehrlich gesagt am schlimmsten. Ja, aber die würde ich ja auch deswegen nur mit ihr in die Kiste. Okay. Ja. Aber ich überlege gerade, ob ich aus Patty 1 oder Patty 3 umbringen oder heiraten muss ich ja jetzt, ne? Und also dann ja, musst du ja entscheiden. Also, ich habe ja eine andere Wahl. Ich glaube, ich würde die weiß nicht. Ich würde die, glaube ich, die Risen 1 Patty heiraten und die 3 umbringen. Okay, sehr interessant. Also bei mir sieht das total anders aus. Also die Patty aus Risen 1, mit der würde ich schlafen. Mit der aus Risen 2, die würde ich auf jeden Fall umbringen, weil die einfach am nervigsten ist. Und die aus 3 ist ein bisschen gesetzter und ruhiger und ein bisschen gechillter, die würde ich heiraten. Die ist nicht so nervig. Die aus der 2 ist ganz, ganz grauenvoll, finde ich. Aber gut. Ja, deswegen würde ich ja nur mit ihr schlafen. Okay. Weil sie optisch halt ansprechender, für das ist mir der Charakter ja in dem Fall egal bei ihr. Okay. Aber naja, egal. So. Jetzt Eldrick, Zacharias oder Chaka Hiruto, wo wir eben schon den übelsten Lachflash bekommen haben bei Chaka Hiruto. Also ich würde auf jeden Fall, da muss ich jetzt einfach, ich muss Chaka Hiruto heiraten, weil ich einfach diesen geilen Nachnamen will. Jorgenson Hiruto, Alter. Nein, Chaka Jorgenson Hiruto. Geil. Ich bin dann auch ein Chaka. Naja, weiß nicht, Eldrick würde ich auf jeden Fall umbringen, weil seine Stimme mich komplett abfuckt, also in Risen 3. Ich wollte gut, dass du dich noch gerettet hast. Ja, ja, klar. Mit Risen 3. Zacharias würde ich dann eine schöne Nacht verbringen. Zacharias war der Zauberer bei den Magiern, genau. Ne? Ja. Genau. So, der wäre für diese Nacht ein Sugar Daddy. Ja, boah, Alter, ich finde das so krass schwierig. Also, ich würde Chaka Hiruto wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Heiraten auch. Keine Ahnung. Den Eldrick aus Risen 3, mit dem würde ich ins Bett gehen und den Zacharias würde ich wahrscheinlich umbringen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, Kulga! Ja, an der Stelle! Ja! Und dann erwidere ich: Oh ja, Junge! Mh, geil, Alter! Tiefer, tiefer, Junge! So wird das dann abgehen. Die Raucherstimmen dann, ja. Okay, und das letzte? Inos Adanus oder Belia? Na? Belia ist, glaube ich, so der dominante Typ. Der würde wahrscheinlich dich mit der Peitsche erstmal fertig machen, bevor er dich nimmt. Adanos sieht aus wie Satoras übrigens. Genau. Und Innos ist einfach so ein Zeus-Typ mit so einem langen weißen Rauschebart. Aber richtig krass muskulös. Ja. Also vielleicht sind es auch alle Frauen. Oh, ey, ich glaube ja, ich glaube Belia ist schon immer eine Frau gewesen. Ja, dann gehe ich mit der auf jeden Fall ins Bett. Ja, ich dachte auch, weil mit Belia auf jeden Fall schlafen, weil Belia ist wahrscheinlich so diese, macht den krankesten Scheiß im Bett. So das Verruchteste, was du dir, ja. Ja, vor allen Dingen so richtig verrucht. So, weißt du, bei Innos ist wahrscheinlich so Missionarstellung. Ja, Blümchensex, genau. Und Adanos, keine Ahnung. Ja, es ist doch die gespaltene Göttin aus Arcania, ne? Ja. Also da hast du quasi so siamesische Zwillinge. Oh nee, Alter. Oh nee. Oh, das wäre so krass, Alter. Mit dem siamesischen Zwilling schlafen. Wäre bestimmt auch ein krasses Abenteuer. Das bestimmt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ja, also ich würde, glaube ich, Adanos heiraten und Innos umbringen. Okay. Ich würde Adanos umbringen und Innos heiraten, weil Adanos bringt ja immer die Flut, wenn er nicht weiter weiß und tötet damit viele Kulturen und Menschen. Und du hast wieder den Müll nicht rausgebracht, Flut! Genau, also da stelle ich mir eine Ehe ziemlich anstrengend vor, ehrlich gesagt. Ja, mit Innos stelle ich es mir aber auch noch vor, wenn nicht die komplette gesittete Ordnung herrscht, wirst du einfach von dem Feuer niedergebrannt. Finde ich aber gut, weil ich bin auch so ein Typ. Also ich kann das nicht ab, wenn irgendwie das Bad schmutzig ist oder irgendwie irgendwo Staub liegt, dann greife ich auch sofort zum Staubsauger und da bin ich auch echt konsequent, muss mit ich zugeben. Mit gesitteter Ordnung meinte ich gerade nicht den Hauszustand, sondern ich meine die Ordnung, dass alles nach seinem Sinne laufen muss oder nach ihrem Sinne. Weißt du? Ja, verstehe ich. Wenn du das nicht einhältst, dann wirst du sofort verbrannt. Und da ist lieber so jemand, weißt du, wenn Adanos sauer ist, dann kommt halt die Flut, aber dann ist auch alles sauber danach. Das ist smart. Aber Adanos lässt die Flut kommen und gibt dir danach einen Wischmob, da kannst du durchwischen. Ja. Im Zweifel. Oh Mann, ey. Ja. Okay, letzter Punkt im heutigen Podcast. Who would win? Das sind 4 Szenarien, quasi ein Kampf der hier angegebenen Charaktere. Ich würde sagen, ich mache die ersten 2, du machst die letzten 2. Jo. Okay, fangen wir an. Ursugurs Echsenmenschen, Maras Meereskreaturen oder Necrolots Schattenwesen. Wer wird gewinnen? Boah, ich glaube,
auch wenn ich eigentlich die anderen lieber mag, ich glaube, die Schattenwesen sind dann schon overpowered, weil die eigentlich schon Untote sind und dann nur noch so getrieben sind von Hass, was ihnen halt ihr Gebieter ihr, ne, quasi aufdringt. Und Meereskreaturen und Echsenmenschen, die sind ja halt lebende Wesen noch, ne? Okay. Also ich hätte jetzt gesagt... Haben die vielleicht noch... Entschuldigung. Ne, also ich glaube, Schattenwesen würden gewinnen. Ich hätte die Echsenmenschen von Ursugor genommen, weil die einfach so körperlich viel kräftiger und robuster sind als die Schattenwesen. Die Schattenwesen haben ja teilweise kaum Rüstungen und sind halt viel kleiner und mächtiger. Die sind vielleicht... Nee, nicht alle. Guck mal, so ein Schattenlord oder es gab diese dicken Schatten, untoten Schattenläufer, so, die sahen so aus. Die sind ja voll groß. Aber wenn ich jetzt von den Schattenwesen, also jetzt so ein Schattenscherge zum Beispiel, wenn er jetzt gegen so einen Echsenmenschen kämpfen würde, dann sehe ich den Echsenmenschen schon im Vorteil. Ja, das ja, aber ich, die meine ich gar nicht. Ja, ja, ich meinte, diese Schattenlords sind für mich die, auch die Schattenwesen. Die gehören ja, dazu ja, auch, schon, das geht aber um die ganze Armee. Ja, nö, von denen gibt es ja nicht so viele. Es gibt ja nur von den Schergen, die sind am meisten vertreten. Dann gibt es auch sicherlich ein paar Kreaturen, ne, wie diese Schattenläufer-Viecher halt, ne? Und halt eine Handvoll von diesen Schattenlords. Also davon gibt es ja jetzt also nicht. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es alle jeweiligen Kreaturen sind, ne? Weil auch bei den Meereskreaturen, da würde ich auch diese dicken Leviathane, Krabben, aber auch diese Ertrunkenen oder Versunkenen dazu zählen. Und deswegen sage ich, beim Schattenreich ist halt einfach, sind halt die stärksten Viecher, weil da sind die Schattenlords, da hast du diese großen Schattenläufer-Viecher, dann hast du Bluthunde, dann Schergen, da hast du Schergen-Magier. Wen gab's noch? Irgendjemand gab's noch? Naja, egal. Ja. Ich hätte es halt in Relationen gesehen. Also, gibt halt viele Schergen und wenige Schattenlords, deshalb würde auf einem Schlachtfeld bei einer Armeegröße von 100% sind vielleicht nur 10% Schattenlords. 60% sind Schergen und der Rest teilt sich halt auf in andere Kreaturen, aber... Ein Schattenlord haut wahrscheinlich 10 Echsenmenschen weg. Vielleicht, aber dafür gibt's halt mehr Echsenmenschen, die halt den Großteil der Schergen einfach wahrscheinlich mit einschlagen. Weißt du das eigentlich? Du weißt doch gar nicht, wie groß das Schattenreich ist, wo die alle mal nachspawnen. Ja, gut, und du weißt doch nicht, wie viele Echsenmenschen da sind, also... Ist halt schwierig, aber gut, ich würde sagen, Echsenmenschen, du sagst Schattenwesen, okay. Dann, Meereskreaturen sind einfach raus. Ja, ganz ehrlich, die sind nur im Wasser von Vorteil wahrscheinlich. Die können einfach nicht so an Land kommen, das ist schon ein Problem. Oder nicht viele zumindest. Gürger oder Gnomenfresser? Boah, ich glaube, der Gnomenfresser wird den Gürger fertig machen, weil der Gnomenfresser ist viel riesiger. Ja, stimmt schon, würde ich auch sagen. Der Gürger ist im Grunde nur ein mutierter Oger, der aber, ohne seine Keule ist er wahrscheinlich mehr, relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen machtlos, aber... Ich glaube, da ist der Gnomenfresser auch im Vorteil. Ja, weil der Gürger ist halt eher so ein Shrek-Typ und der Gnomenfresser ist halt wirklich so ein riesiger Blob. Ja, genau. Genau. So, dann haben wir Hawk, der Herrscher über das Wolkenreich oder eine verdächtige Ente. Kannst du dich an beide Quests erinnern? Ja, kann ich. Ja. Ich bin auf jeden Fall für die verdächtige Ente. Ja, die verdächtige Ente. Weil, ganz ehrlich, wenn du im Park spazieren bist, irgendwie mit deiner Partnerin oder so, dann sind einfach so eine Rudel Enten da, traue ich mich nie ran. Weil als Kind hatte ich mal ein traumatisches Erlebnis, dass mich eine Ente angegriffen hat und seitdem halte ich von Enten prinzipiell mal ein bisschen Abstand. Okay, das war so eine verdächtige Ente. Ja, genau. Ja, also ja, die verdächtige Ente wird auf jeden Fall gewinnen. Und dann haben wir noch Margolot oder der Schläfer. Das ist schwer. Findest du? Also der Schläfer ist wahrscheinlich mobiler, wenn er wach ist. Dann läuft er vielleicht, kann er... Wenn er wach ist. Ja, also wenn er schläft, dann ist er halt an dieser einen Stelle da fest, genauso wie Margolot. Aber wenn beide wach sind und beide sich bewegen könnten, würde der Schläfer vielleicht einen Vorteil durch seine Mobilität haben. Ich glaube, er ist auch größer. Und weil wir ihn noch nie wach gesehen haben, denke ich auch, dass wir seine volle Macht nicht gesehen haben. Margolot konnte jetzt gar nicht so viel, außer... andere Spinnen rufen und der Schläfer kann halt ganze Leute kontrollieren und alles. Untote vielleicht, genau. Und vielleicht schläft Margolot auch einfach ein. Ja, stell dir vor, die Kraft, also die mentale Kraft des Schläfers ist einfach so stark, dass er Margolot einfach zum Einschlafen bringt und er einfach eine Klaue durch den Kopf jagt und dann war's das. Ja, weil ich glaube echt, der Schläfer ist schon mit das kräftigste Viech so im ganzen Gothic-Universum. Von dem, was man so gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind durch. Nach 2 Stunden... Über 2 Stunden. Krass. Also ich glaube, wenn wir uns mehr an
an das PDF hier gehalten hätten, wäre es vielleicht nicht so lange geworden, aber wir sind ja auch bei manchen Themen ein bisschen ausgeschweift. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja, wir haben auch ist Sachen angesprochen, die hier gar nicht standen. Richtig, genau, ist ja völlig, völlig richtig und wichtig. Nochmal, wie gesagt, riesiges Dankeschön an Käsehändler für diese Vorlage, an der wir uns schön orientieren konnten. Super. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Auch Dankeschön an dich, werter Kollege, dass wir uns vielen Dank auch an dich. So ausführlich über Risen 3 unterhalten konnten. Und ja. Sehr, sehr gerne. Ich sag danke fürs Zuhören und ich übergebe mich auf Jorgenson. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich, es ist ja eigentlich alles gesagt, ne? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt innerlich schon mit debattiert. Abonniert auch Kurga, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kurga hat jetzt die 5000 Abos geknackt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auf weitere 5. Sehr gerne, sehr gerne. Und bei dir natürlich auch weitere 40.000. Eigentlich nicht, so viele sind es nicht. Ich habe jetzt 13.000, kurz vor 14.000 irgendwas. Ne? Jetzt ist es gelüftet. Ja, ich habe daraus eigentlich nie so wirkliches Geheimnis gemacht. Wenn mich jemand gefragt hat, habe ich es immer gesagt. Ich habe es halt nur nicht auf YouTube angezeigt, weil die Leute sollten nicht wegen der Abozahl abonnieren, sondern wegen Content. Ne? Das war immer so der Hintergedanke. That's right. Naja, anderes Thema. Sprechen wir vielleicht noch in anderen Podcast-Folgen drüber. Nächste Woche wieder bei mir. Schöne Woche noch, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.